Auf einfachen Wunsch hin zum dritten und letzten Mal eine Einleitung bestehend aus vielen Filmen des vergangenen Jahres, um genau zu sein, 150 Titel an der Zahl. Und wie immer gilt, wer uns eine Excel-Datei schickt, in der mindestens 100 richtige Werke und deren Stelle in der Einleitung genannt werden, kommt in die Verlosung um meine restliche Filmsammlung. Der oder die mit den meisten richtigen Nennungen gewinnt. Und entgegen der meisten Gewinnspiele sind Angehörige von Mitarbeitern der Kinotagesstätte und solche, die es noch werden wollen, nicht von der Teilnahme ausgeschlossen. Eure E-Mail bitte an kinotagesstätte@gmail.com. Teilnahmeschluss ist der 30. Januar. Und ja, mir ist bewusst, es wäre einfacher, den Müll mit einem zu verschenken Schild auf die Straße zu stellen. Sei es drum, lauschet und gewinnet. Herzlich willkommen! Die Kinotagesstätte hat eröffnet! Film ab! Das Geständnis. Es war 1666. Nee, 1978 oder 1994. Ah, nee, Sommer 85. Orphea, eine meiner Töchter, sagte: Kleine Mama, Trixi trägt nichts über ihrer Seidenstraße. Du, nee, schau nicht in die Höhe, du Schwein. Baby, toll, Vater sah ihren weißen Tiger, ihre Titanebeere und ihren spiralförmigen After live vor sich und seine Rakete wurde eisrot. Große Beule, Punkt. Finch? Naja, sein Hannes fiel zumindest auf. Respekt. Und ich wurde grün vor Neid. Ich mag sie schon ewig, ist halt schon eine nette, eine vielversprechende junge Frau. Wenn auch ein bisschen dick. Ich bin trotzdem verrückt nach ihr und würde das Mädchen gerne mit einem Mixtape in meinen Keller sperren und mir von ihrer Hand Gottes einen von La Palma wedeln lassen, während sie mir einen blies. Danach Liebe und Monster, Godzilla gegen Kong, Michelle gegen meine Maschine, mein Tom und ihre Cherry, mein Schniedel im Zeithaufen, wir zwei, harte Liebe, extrem, oh, tick, tiefe Fahrt durch ihren Dschungel, ich ging bis an die Grenze, tick, oh, oh, Ron läuft schief, im Rausch falsch abgebogen, doch zu spät, boom. Entgegen einer durstigen Kuh duckte sie sich weg aus Angst vor dem Regenplätscher, jedoch Nahschuss, harter Treffer, sensationell mit der Kraft des Hundes kam ich wie der Wahrhaftige, der großartige weiße Schwarm aus blinden Passagieren, erwachte wie ein Mars-Milchshake aus Schießpulver und wurde wie der letzte Brief eines Liebhabers im Slalom in ihre Zensiert geliefert. Ja, auch die kleinen Dinge, neun, machen einen nassen Hund. Gut, dass noch nicht morgen war, da muss ich wohl einiges aufkehren. Oh nee, was habe ich getan? Ich schnapp dir nach Sauerstoff. Du atmest nicht, Puls unter Null, deine Farbe blutroter Himmel, als seist du bei einer Schießerei gestorben, wie in einem klassischen Horrorfilm. Ihr Hintern Brei, als hätte ich einen Pitbull reingebowlt, so ein schlechter Trip und dabei ist es zu Hause doch sicherer. Das war unser Ense, Pech beim Vögeln bis zum Tod, grausam, ein dunkler Tag, der Teufel hat mich dazu gebracht, ich bin der bösartigste Mensch der Welt, unverzeihlich. Andererseits, endlich eine ruhige Nacht und ich bin allein zu Hause. Darauf erstmal ein stilles Wasser. Nebenan schaut eine Frau ins Fenster. Bloody hell, du Voyeur, erzählst das keiner Menschenseele, niemandem! In die Stille platzte ihre Stimme. Ich bin Kate van der Force, eine Reisende vom Zirkel der Schwestern, wo die Gerechtigkeit liegt. Ich bin hier für die Totenwache. Ja, ja, und ich bin der Prinz aus Zamunda. Ich weiß, du gehörst zu denen, die wünschten, ich sei tot, aber, sie schaute herab, das ist eine exquisite Leiche, ein Opferlamm. Wir spielen gegen die Zeit, aber wie wär's mit Plan B? Du, sie, er und wir und täglich grüßt die Liebe. Schere, Stein, Papier, wer anfangen darf? Wir? Ja, nur ein paar Leute. Malcolm und Marie, Flora und Ulysses. Ich ging hoch und öffnete allen die Türe. Je mehr, desto besser wird gejohlt. Glücklich breitete ich die Arme der Toten aus. Willkommen in Willis Wunderland, ein vögelndes Paradies im Münchner Pasing, wo die Tiere Auslauf haben und 16 Stunden sich wie eine Ewigkeit anfühlen. Auf der anderen Seite des Zaunes hingegen nur das schaurige Haus von Bondelkramer. Keine Musik, keine Singvögel. Aber zunächst einmal den Testnachweis, bitte. Wir haben nur die Luca-App. Gilt die? Und damit herzlich willkommen, werte Freunde der gepflegten Rautavistik, zur Jahresabschlussfolge 2021 der Kiki Nono Tata Geskesche Tete. Und wie immer stehen mir zwei Menschen zur Seite, die jeder Beschreibung spotten, außer einer. Da keiner von beiden Don't Look Up in seiner Top 10 nennt, handelt es sich logischerweise um frenetische Unterstützer des Umweltholocausts. Oder, Marius? Genau so ist es. Hi, Tag, nieder mit der Umwelt. Ja, freut mich, dass du den Weg hierher gefunden hast. Oh, du triggerst mich mit dieser Aussage übrigens. Boah. Mit der Twitter-Aussage oder dass du hierher gefunden hast? Nee, mit diesen Twitter-Aussagen, dass jeder, der Don't Look Up nicht gut findet, den Klimawandel nicht ernst nimmt und boah, krieg ich Anfälle. Wer hat das geschrieben? Menschen. Oder Bots, man weiß es ja nicht. Der Spiegel. Ja, Spiegel, Spiegel an der Wand. Wer ist der schönste Podcaster im Land?
Du hast mich doch schon vorgestellt. Danke. Hallo Christian. Hallo Benny. Und gleich mal eine Frage zurück. Ja. Hast du die First Cow mit der Thirst Cow verwechselt? Nee, aber da man ja Durst auch mit First übersetzen kann, da sind ja einige Wortspiele drin. Also verwechselt habe ich es nicht. Ich weiß schon, was das ist. Aber schon ein bisschen über den Zaun gebrochen. Also, ja, man muss sich da schon ein bisschen anstrengen, um hier alle 150 herauszufinden. Bei dem Preis. Ich habe nochmal geguckt. Was ist eigentlich noch in der Sammlung? Was da noch drin ist. Ja. Oder wie viel? Sag mal, wie viel? Immer noch über 150 Filme. Und noch die große Futurama-Box mit allen Staffeln. Zumindest bevor dann nochmal neue Folgen rauskommen. Famose Einleitung trotzdem. Ja, danke. Bevor ich dir das Heft in die Hand drücke, fangen wir nochmal an, weil wir haben ja letztes Jahr gesagt, worauf wir uns 2021 am meisten freuen. Marius, weißt du noch, was du da gesagt hast? Ich habe keine Ahnung. Wir haben zum einen Godzilla vs. Kong. Daumen hoch oder runter, am besten verbal. Echt, hast du Godzilla vs. Kong gesagt? Ja, ich habe es mir nochmal angehört. Gut, dann haben wir aber noch zwei. Nomadland und Dune, da geht der Daumen wahrscheinlich eher nach oben. Mhm. Das war mal wieder ein großes Geschmackserlebnis meinerseits. Christian, weißt du noch, was du gesagt hast? Ich weiß noch zwei Filme, die ich gesagt habe. Auch Dune. Ja. Und Willy's Wonderland, bei dem ich nach der Aufnahme dann festgestellt habe, eigentlich wollte ich Prison of the Ghostland, den anderen Nicolas Cage-Film, sagen. Ja, wäre, glaube ich, bei beiden eher der Daumen runter. Und wir beide haben noch einen Film genannt, der gar nicht rausgekommen ist, nämlich Mission Impossible 7. Ah, ja. Ja, ich hoffe mal, dass der jetzt 2023 rauskommt. Ich glaube, September oder so ist aktuell geplant. Ja, das ist natürlich auch wieder knapp am Jahresende. Ich habe noch einen anderen genannt von Park Chan-wook, der auch nicht rausgekommen ist, Decision to Leave. Und einen Film, über den wir nachher noch ein bisschen sprechen werden, nämlich Last Night in Soho, habe ich nämlich auch noch genannt. Gucken wir mal, wo da mein Daumen letztendlich landet. Aber erstmal, Christian, du hast die Folge vorbereitet. Die Bühne gehört dir. Über viele der genannten Filme werden wir sprechen. Auch über einige Filme, die in der Einleitung so wunderbar verwurstet wurden, werden wir im Laufe dieser und der nächsten regulären Folge sprechen. Denn wir splitten unseren großen Jahresrückblick 2021 in zwei Folgen auf. Jetzt sind wir vielleicht, wer denken, ein bisschen spät dran, denn die ganzen Jahresrückblicke, die waren ja alle Ende 2021, aber hier von der Kinotagesstätte, wir lassen das Jahr mit voller Wucht auslaufen, bevor wir zurückblicken, so gehört sich das nämlich und insofern erwartet euch jetzt in den nächsten, nur geschätzt 3 Stunden, ein Rückblick auf das vergangene Kino- bzw. Filmjahr. Und bevor wir einsteigen mit unserer Top 10 plus 9 Sonderkategorien, die wir quasi für unsere Honorable Mentions im positiven wie im negativen Sinne benutzen. Schauen wir doch mal zurück auf das allgemeine Filmjahr. Wie war es denn so für euch? Das Streaming, Kino, da hat sich ja einiges bewegt. Am vorderster Front muss man natürlich wahrscheinlich sagen, das erste halbe Jahr waren die Kinos dicht. Und hier bei mir in Sachsen waren sie jetzt auch die letzten 2 Monate des Jahres dicht. Das heißt, ich hatte hier 4 Monate nur, um in den Kinogenuss zu kommen oder 4,5 Monate vielleicht. Aber wie war es denn bei euch so? Der Eindruck, das Filmjahr, welche Themen haben euch bewegt? Ich richte die Frage mal ganz offen an Marius. Ich würde sagen, es war ein gutes Filmjahr. Kein, was jetzt irgendwie in die Geschichte eingeht, als das Filmjahr. Mein Gott, was kam da nicht alles raus? Aber ich fand es deutlich besser als das Jahr davor. Was so die Durchschnittsbewertung der neuen Filme angeht, würde ich sagen, ich habe wenig Schrott gesehen. Wenn ich Schrott gesehen habe, dann konnte ich meistens irgendwas noch abgewinnen. Ja, ich würde sagen, tatsächlich, es war ein gutes Film. Ja klar, das Kino hat gefehlt im ersten Halbjahr. Dafür war ich direkt nach dem Lockdown ich habe 3 Filme gesehen, war aber 6-mal im Kino. Durch eine Odyssee mit Tests und Impfung und bescheuerten Regeln nach der Öffnung wieder. Das blieb mir noch so in Erinnerung, aber sonst hat sich das irgendwann wieder eingependelt. Ich bin dann wieder so allwöchentlich oder 2-wöchentlich ins Kino gegangen, was sehr, sehr schön war. Jetzt zum Jahresende dann weniger, einfach weil ich auch nicht mehr so viel Lust hatte, mich da jetzt in irgendwelche Menschenmassen zu stürzen. Verständlich, verständlich. Und vom Streaming hast du, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, du hast ein bisschen mehr als 100 Filme gesehen dieses Jahr. Viele waren davon wahrscheinlich auch im Streaming. Ich habe 135 Filme gesehen letztes Jahr. Ich habe es mir aufgeschrieben, war ich 17 Mal im Kino, wobei 6 Mal auf Festivals davon ist. Sonst habe ich
ich schätze mal so nochmal 30 Filme auf Blu-ray irgendwie gesehen. Das heißt ungefähr 80 Filme im Stream. Schätze ich jetzt so, roundabout. Wobei die meisten ganz klar auf Disney Plus fallen, zu meiner Schande. Das liegt aber daran, dass ich halt den Disney Plus, den Disney-Film-Marathon mache. Ja, ich weiß nicht, ob es euch auch so geht wie mir, aber ich bin mittlerweile ein bisschen Streaming-müde. Das hat sich tatsächlich über das erste halbe Jahr dann so durchgezogen. Verstehe, ich habe Netflix gekündigt zum neuen Jahr. Oha, oha, das ist ja nicht gut für unseren Podcast, aber vielleicht gut für deine geistige Gesundheit. Ja, ich werde mir insofern werd mir ein oder zwei Monate halt im neuen Jahr machen. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich es Ende dieses Jahres wieder brauche vielleicht, wenn es mit dem Studium tatsächlich so sein sollte. Aber ich habe einfach gemerkt, dass ich Netflix ganz klar am wenigsten nutze. Wir haben ja aber neu, dass du unbedingt fürs Filmstudium Netflix bräuchtest. Das würde mich überraschen. Brauchen vielleicht nicht, aber man hat also Student, als Student kriegt man es so günstiger, oder? Oder war das nur bei Amazon? Nee, das war bei Amazon. Aber nee, als Student wusste eher an der Historie Gramm und da ist Netflix ja nicht besonders lukrativ bzw. attraktiv dafür. Ja, aber einer, der nicht wirklich streamingmüde ist, vielleicht, Benny, wie ist es bei dir? Ich liebe Streaming. Weil ich hasse das. Ich dir sofort ab. Ich hasse das Kino nach wie vor und ich liebe es, dass ich so viele Filme auch von diesem Jahr sehen konnte wie sonst noch nie, weil auch durch einen US-Kumpel, durch Hulu, HBO Max und weiß ich nicht was und meine Streaming-Dienste hier zulande, konnte ich halt so gut wie alles sehen, was auch zumindest von den großen Sachen, die halt rausgekommen sind, die sind ja entweder recht schnell auf den studio-eigenen Streaming-Diensten erschienen, sei es jetzt Disney Plus oder auch Matrix Resurrections war ja auch direkt bei HBO Max, oder sind dann im Laufe des Jahres dann auch herausgekommen. Und deswegen ist es nicht so wie bei früheren Jahresrückblicken, wo man erstmal ein halbes Jahr warten musste, bis der Film dann auf DVD herausgekommen ist. Was ich ganz sympathisch fand, ich muss sagen, ich habe das Jahr, ich gucke auch gerade noch mal ganz gut angefangen mit Drachenzähne leicht gemacht, der Trilogie. Und leider ist keiner irgendwie an den zweiten Teil rangekommen von allen Filmen, die ich dieses Jahr von 2021 gesehen habe. Aber auch ansonsten, es sind gut genug Filme rausgekommen, um das jetzt mal im schlechten Deutsch zu sagen. Und auch drei Filme, mit denen ich mehr als zufrieden bin. Aber auf die kommen wir nachher noch zu sprechen. Nur ein Spoiler schon mal vorweg. Christian ist der Einzige, der einen Netflix-Film in seiner Top 10 hat. Wo ist denn dein Netflix-Film in meiner Top 10? Dein Platz 10. Dann habt ihr die falsche, dann habt ihr die alte Top 10 gesehen. Hast die alte Top 10. Ich habe Platz 10 nochmal ausgetauscht. Ah. Wann war das denn schon wieder? Ja, musst du halt mal aufpassen, wenn mal. Das ist ja schon der zweite Sache, die du in der WhatsApp-Gruppe übersehen hast, Mann. Aber nochmal kurz gefragt, du stimmst mir also zu, dass Drachen ziemlich gemacht 2 fantastisch ist. Ich fand auch 1 und 3 super, aber der 2 ist quasi der Dark Knight der Drachenzähne-Trilogie. der Animationsfilm. Das können sie sich auf die, wenn sie irgendwie mal eine Dreierbox machen oder sowas in 4K, können sie sich das auf die Verpackung schreiben, das Dark Knight. Ja, sollten sie nicht machen, weil das ist natürlich auch wieder ein kleiner geistiger Diebstahl. Irgendjemand hat das nicht zu Paddington 2 gesagt. Allerdings habe ich den jetzt gesehen in der ARD-Mediathek. Und den fand ich jetzt vergleichsweise nicht so geil. Aber darum soll es ja auch gar nicht gehen. Darum soll es nicht gehen. Du hast Kino. Das wird ja immer schlimmer. Ich muss sagen, jeder Film, den ich im Kino geschaut habe, ist automatisch besser. Streaming zu Hause mittlerweile. Ich muss mich wirklich zwingen, bei einem Film zu bleiben, so gut er auch ist, und nicht aufs Handy zu schauen oder mal irgendwie die gemütliche Position auf der Couch zu finden. Also langsam. Aber die Couch wird doch wohl gemütlicher sein als die Kinosessel. Und falls nicht, nee, muss ich wohl nach Leipzig ziehen. Ja, also ich habe ja auch Kinosessel in der Küche stehen, 2 Stück. Wenn ich mal Filme auf dem Laptop in der Küche schaue, dann mache ich es mir darin sehr bequem. Aber die Couch ist mittlerweile vielleicht auch ein bisschen durchgesessen. Vielleicht liegt es daran. Aber ich muss, also Kino ist ja nur scheiße wegen den Menschen. Aber sonst liebe ich Kino eigentlich immer noch sehr, sehr gerne. Und unser Programmkino, zumindest hier in Mainz, da wo ich größtenteils war, ich glaube, ich war nur 3-mal letztes Jahr im Sinister. Und das war einmal sogar noch für eine alte Vorstellung, also von einem alten Film für Millennium Actress, der wieder aufgeführt worden ist. Aber sonst war ich nur im Programmkino, da konnte ich eigentlich, fand ich das Publikum jedes Mal super, super toll. Zweimal im Sinister war die Hölle, da gebe ich dir absolut recht, das war Menschen. Haben Sie es Programmkino nach wie vor nicht abgerissen. Ich dachte, das wäre jetzt mal vorbei damit. Stehst du irgendwie dahinter oder so, so oft wie du auf diesem Programmkino rummeckerst? Nein, es steht noch und das ist auch gut so und das soll auch bitte stehen bleiben. War das das, wo die Petition war?
Genau, die läuft auch noch, wenn ihr unterschreiben wollt. Es gibt eine Petition für die Mainzer Programmkinos zu retten. Ja, wäre schön, wenn ihr da unterschreibt. Das wär toll. Oder unterschreibt meine Petition als Investor für das neue Ding, was eingestellt wird. So ist ein Bau- und Wellness-Tempel. Paintballhalle, Kletterpark. Ich glaube, da sollen Büros hin. Oder wenn ihr Shisha mögt, die ist auch davon betroffen. Die Shisha selbst. Shisha an sich. Was viele nicht wissen, im Keller von Programmkino Mainz werden Shishas hergestellt. Für ganz Deutschland. Also für mich war es ein Jahr, nachdem dann die Kinos wieder aufwanden, da kam erstmal einiges, was mir wirklich gefallen hat. Und dann folgten so im Spätsommer, Frühherbst so einige Enttäuschungen quasi am laufenden Band, was vor allem so den Blockbuster-Bereich betrifft, Suicide Squad, Fast and Furious 9, noch im arthausigeren Bereich, French Dispatch war, fand ich ziemlich furchtbar. Und jetzt zum Ende hinaus ist es so ausgelaufen mit noch so ein paar Perlen. Also insgesamt, ich würde sagen, es war ein sehr durchschnittliches Jahr und ich weiß nicht, ob irgendeiner meiner Filme aus diesem Jahr, ob nicht zumindest irgendwie Platz 1 könnte sein, aber ob irgendeiner davon in meinen Top 10 der Dekaden landen wird, bezweifle ich aktuell immer stark. Aber umso mehr hoffe ich, dass es dann im nächsten Jahr vielleicht besser wird und dass wir jetzt auch nur die großen Verschiebungen nochmal wegen Corona hat, beziehungsweise Produktionsverzögerungen, dass es dann nächstes Jahr besser wird in der Hinsicht. Gab es sonst noch irgendwelche Themen, die euch filmmäßig berührt haben, wo ihr sagen, da muss ich noch meine Meinung zu sagen, da möchte ich nochmal meinen Hass ausschütten oder meinen Lob? Naja, mir ist nur aufgefallen, dass Filme scheinbar immer länger werden. Nee, anscheinend nicht scheinbar. Immer länger werden, habe ich so ein Gefühl, also gerade auch so, selbst die Arthouse-Sachen gehen jetzt schon 2 Stunden bis 2,5 Stunden, was mir gerade bei so ruhigeren Filmen dann doch zu viel des Guten ist. Also ich hatte jetzt echt auch bei The Last Duel, dachte ich mir, den hätten wir eine Stunde kürzer machen können. Und auch bei dem einen oder anderen Film, den wir nachher noch nennen werden, hätten vielleicht 10 bis 30 Minuten weniger auch nicht geschadet. Und die zweite Sache ist, auch viele Filme haben jetzt plötzlich After-Credits-Szenen, die gar nicht aus dem Blockbuster-Bereich stammen. Und seien es jetzt Western, wo dann plötzlich am Schluss doch mal irgendwas passiert. Oder bei Ghostbusters gab es ja auch noch mal 2 Szenen und weiß ich nicht was. Don't Look Up. Ja gut, Don't Look Up hat er sogar 3. Die schlimmste End-Credit-Scene hat, die ich jemals gesehen habe. Würde ich mal glatt behaupten. Mit Jonah Hill. Ja. Huch, da habe ich die gar nicht gesehen. Also die Mid-Credit-Scene ist okay, aber die End-Credit-Scene ist, also was sich dort Adam McKay gedacht hat. Keine Ahnung. Ja, Christian, wir wissen ja, du liebst Filme nicht wirklich, weil du ja zu früh aus dem Kino rausgehst. Das haben wir ja auf Twitter lesen können. Ja, ich weiß. Ich bin ein Kritiker in der Hinsicht, weil ich mir denke, wenn der Abspann läuft, ist der Film vorbei. Und ich bleibe prinzipiell nicht mehr für Post-Credit-Scenes sitzen, nur noch für Mid-Credit-Scenes. Aber ich warte das quasi in den Marvel-Filmen, warte ich ab, bis diese ersten Credits gelaufen sind. Dann nehme ich die Mid-Credit-Scene mit und dann bin ich raus. Ja, aber dann geht's ja erst richtig los. Genau, dann quasi kommt das ganze erzählerische Fleisch auf den Tisch und wird bei Matrix kam da tatsächlich noch mit die beste Szene, ganz. Die soll sehr lustig sein, habe ich gehört. Eigentlich müsste man bei der Heldenreise ein neues hinzufügen, so als Endpunkt nochmal so und so. Ja, Mid-Credit-Scene, End-Credit-Scene, really End-Credit-Scene. Das meinst du, das Marvel Cinematic Universe hat die universelle Geschichtenformel quasi komplett umgeschrieben? Ja, das sind einfach Genies. Jetzt gerade irgendwas stecken geblieben in meinem Hals, Entschuldigung. Dann machen wir doch einfach weiter. Ja, dass du die Frage beantwortest. Welche Frage? Ja, die du uns gerade gestellt hast. Naja, ich hatte so gefühlt in der Wahrnehmung, dass sehr viele alte oder dass einige alte Reihen wieder aufgewärmt werden mit Ghostbusters und Matrix. Und ansonsten sind mir eigentlich dann bloß noch die klassischen Fortsetzungsreihen, Fast and Furious und so weiter aufgefallen, Marvel natürlich. Also an der These ist nicht wirklich viel dran. Ansonsten fand ich es noch interessant, diese Streaming-Offensive, die wir bei Netflix hatten, über die wir auch Anfang des Jahres bei diesem Trailer kurz gesprochen haben, wie die sich als ziemliche Nullnummer entpuppt hat. Ja, also Don't Look Up kam mir jetzt doch bei sehr vielen gut an, was man so lesen konnte. Nicht unbedingt bei Kritikern, sondern bei normalen. Also ich fand, das ist vielleicht dann auch ein Thema, aber dieses Extreme, dieser Filmexkurs zum Extremen hin auf Twitter, entweder ist ein Film brillant oder er ist halt übelste Scheiße. Irgendwas dazwischen gibt es anscheinend nicht mehr. Das ist aber an sich eine Entwicklung, würde ich sagen, über die letzten Jahre. Dazu könnte man mal eine Folge machen. Dazu könnte man durchaus mal eine Folge machen. Ja, aber ich meine, klar, die haben ein paar gute Perlen sich rausgepickt, beziehungsweise aufgekauft, sowas wie Power of the Dog. Das ist ja aber keine Netflix-Produktion, sondern das haben sie sich gesichert. Aber die eigenen Dinger weitestgehend
oder viele der eigenen Sachen oder vieles, was ich auch so gesehen habe, was gut angekündigt war, das hat sich halt als ziemliche Nullnummer rausgestellt. Keine Ahnung, wenn ich mal so angucke. Awake. Red Notice, sage ich dazu nur. Ja, den habe ich bisher nicht gesehen, aber der ist ja, der ist ja, wird ja so als Musterbeispiel eines durchschnittlichen Crowdpleasers verkauft. Also er hat halt einen Moment, wo der Film komplett auseinanderfällt. Ich sag nur Stierkampf-Arena. Die Szene sollte man mal gesehen haben. Und er hat halt drei Schambolzen. Allerdings sind es halt nicht unbedingt die besten Schauspieler und das Drehbuch ist halt auch nicht wirklich tauglich, sage ich mal. Ja, und dann könnte man vielleicht noch mal bei Disney Plus schauen. Die haben sich ja ziemlich in die Nesseln gesetzt Mitte des Jahres mit dem Black Widow Release gleichzeitig im Kino und auf Disney Plus, was denn ja dann eine Klage plus große Zahlung eingebrockt hat. Und seitdem hat sich dieses Disney Plus VIP-Modell totgelaufen. Also seit Black Widow wäre mir kein Film mehr bekannt, der für Aufpreis dort erscheint. Stattdessen packen sie jetzt nach 2 Monaten spätestens ihre ganzen Neuerscheinungen schon direkt kostenlos auf die Plattform. Und das finde ich bemerkenswert. Was ich sehr merkwürdig finde. Also ich hatte niemals den Drang, zum Beispiel den neuen Disney-Film Encanto irgendwie noch im Kino zu sehen, weil ich wusste, dass der an Weihnachten schon halt im Streaming ist. Und ich denke mal, gut, es wird jetzt nicht so viel Werbung gemacht natürlich dafür, zumindest in meiner Wahrnehmung. Aber wenn man sich ein bisschen informiert, dann kann man eigentlich jetzt jeden Disney-Film vorher mal kurz abchecken, ob der halt relativ zeitnah im Streaming landet. Und dann kann man sich das Geld fürs Kino sparen, was natürlich schade ist für die Kinos, wobei das ja bei Disney jetzt die Kinos, glaube ich, nicht so wahnsinnig tangiert, weil sie ja eh scheiße viel Geld abgeben müssen. Ja, aber das sind halt die, wo die Massen halt reinströmen, ne? Also Spider-Man, was der gerissen hat, ja, ist immer Sony. Noch reißt. Stimmt, das ist ja Sony. Aber es ist Marvel. Also das ist so ein bisschen ein Verbund. Ja, aber ich würde mich natürlich freuen, wenn das so der Anfang vom Untergang von Disney bedeutet und dadurch die anderen Firmen die Lücke schließen können und große Kinofilme machen und die Leute, also zumindest in meiner Wahrnehmung, ich kenne die Zahlen noch nicht von den Kinobesuchen jetzt nach Corona, ob die gut waren oder nicht so. Aber ich glaube, die Leute gehen mindestens mal genauso wie vor der Pandemie ins Kino, meiner Einschätzung nach. Und das verteilt sich dann eher vielleicht auf die anderen Filme als auf die Disney-Filme, weil das irgendwann die Leute raffen, dass sie ja ihren Streaming-Dienst einfach benutzen können. Und ich weiß nicht, wie viel Geld jetzt hängen bleibt beim Streaming-Dienst. Vielleicht reicht das Disney auch, keine Ahnung. Die haben aber auch Leute entlassen, also keine Ahnung. Ich bin ja immer noch Verfechter der These, dass das Kino automatisch einen Film besser macht, als zu Hause zu schauen. Oder schlechter. Nee. Auf keinen Fall. Horrorfilme nach wie vor sind zu Hause alleine. Ja, nicht das Kino an sich, die Leute im Kino können einen Film schlechter machen, aber das ist jetzt ein ganz anderes Thema. Ganz anderes Thema sind unsere Top 10 des Jahres. Und damit steigen wir doch einfach mal ein mit unserem Platz 10. Wir wechseln uns immer ab. Erst Platz 10 von allen von uns, dann kommen Sonderkategorien, dann wieder Platz 9 und so weiter. Immer in diesem wunderschönen Wechsel. Wer möchte denn anfangen? Ja, eigentlich will ich jetzt von dir wissen, was Platz 10 ist, nachdem ich das wohl falsch auf dem Schirm habe. Dann fange ich an. Mein Platz 10 ist New Order. Was passiert hier? Bitte die Waffe runter. Ihr kriegt alles, was ihr wollt. Alles. Aber bitte. Ja, da hab ich mir den falschen Film heute noch extra angeguckt, weil ich dachte, der Netflix-Western sei in deiner Top 10. Ja, aber wie fandest du den Netflix-Western? Ja, über den sprechen wir jetzt ja nicht. Ah, okay. Keine Meinung nicht dazu. Nicht so gut wie du, sagen wir es mal so. Wer hätte es gedacht? Ja, nein, mein Platz 10 ist New Order, ein mexikanischer Film von Michel Franco, in dem es der eigentlich damit beginnt, dass eine gute, gehobene Gesellschaft ja eine Hochzeit feiert und eine ausladende Party gibt, während vor dieser Villa im Stadtgebiet schon ein paar Unruhen stattfinden und letztendlich setzt sich das dann fort, dass ungefähr nach einer halben Stunde dann einige dieser protestierenden Menschen über die Mauern klettern, bewaffnet sind, diese Party sprengen und es dann, ja, dieser Aufstand, dann geht quasi die Kamera nach außen und zeigt uns, wie dieser Aufstand, diese sozialen Unruhen fortgesetzt werden, wie sie immer weiter eskalieren, wie dann irgendwann das Militär einschreitet und es quasi zu einem gesellschaftlichen Umsturz, zu einer Militärdiktatur kommt, in
deren Verlauf dann noch schlimmere Dinge passieren, in deren Verlauf Menschen in Lager gesperrt werden, gefoltert, vergewaltigt werden, in der man sich täglich zur Arbeit melden muss, abstempeln muss, dass man auch wirklich hingegangen ist, dass man sein Haus darf man des Nächtens nicht verlassen. Und was der Michel Franco hier macht, ist im Prinzip das, was, ich sage mal, an vielen Stammtischen dieser Welt, vor allem Deutschland, vor allem Ostdeutschland, vor allem Sachsen, gerne mal geäußert wird, nämlich, ja, da muss man mal richtig Rabatz machen und dieses ganze System quasi zum Umsturz bringen. Er zieht das hier einfach knallhart durch und verweigert sich dabei jeder klassischen Dramaturgie, dass es am Ende nochmal so ein Turn zum Besten gibt, sondern es geht einfach konsequent alles da nieder und es ist richtig schlimm und es gibt keine Helden in dieser Geschichte, keine Guten, alle sind korrupt, alle sind schlecht, alle sind vergoren im Inneren heraus. Das ist quasi das Gegenteil eines Gute-Laune-Films, weil er es einfach komplett durchexerziert, dieses Gedankenspiel. Was passiert, wenn ein Aufstand umschwingt und wenn sich dann das Militär einschaltet, wenn dann die korrupten Machteliten dann doch wieder ihre Macht haben wollen und jemand quasi Gewehre und Staatsmacht in derselben Hand hat? Und wie erklärst du dir, dass das der Film ist aus unseren jeweiligen Top Tens, der am schlechtesten bei Letterboxd bewertet wurde von allen Filmen? Mit 2,6 von 5 momentan. Weil er durchaus offensiv ist. Man darf nicht eben am Ende erwarten, dass er irgendwie noch mal zu einem guten Abschluss findet. Er ist ziemlich ernüchternd am Ende und hinterlässt einen so, oh, es gibt nichts Positives an diesem Film quasi. Und die sympathischen Figuren haben auch keine sympathische Seite, beziehungsweise verenden qualvoll. Ich mochte es einfach, mit welcher Konsequenz der Film diese Idee durchzieht. Aber wird ja, wenn ich hier das Spanisch richtig übersetze, ihm wird ja häufig vorgeworfen, dass er gerade dieses 1% als Opfer eben darstellt und die armen Leute, die ihm den Aufstand planen und auch durchführen, halt als die Täter. Was natürlich ja durchaus, kann man natürlich auch falsch verstehen, in den falschen Hals bekommen, falls er so eine Botschaft denn wirklich in sich tragen sollte. Könnte man durchaus so sehen, aber andererseits hast du halt, das 1% ist halt mengenmäßig viel geringer und insofern in der größeren Masse sind halt auch mehr Arschlöcher, mehr gewaltbereite Arschlöcher, auch verzweifelte Arschlöcher, die vielleicht aus Verzweiflung zur Waffe greifen und Scheiße bauen. Das 1% quasi, was ihr am Anfang noch so wohlbetucht gezeigt hat, die sind unmoralisch unter der Oberfläche. Ja, da kommt dann jemand an, der in diesem Haus jahrelang gearbeitet hat. Die Frau ist todkrank und er möchte eine gewisse Summe haben, damit sie sich im Krankenhaus behandeln lassen kann. Und die wollen ihm einfach dieses Geld nicht geben, obwohl da ein Vertrauensverhältnis besteht. Aber sie sagen einfach, nö, was? Der soll halt sich andere Wege suchen. Aber das ist halt dann dieses Machtgefälle. Also das 1% wird definitiv nicht als sympathisch dargestellt, sagen wir mal so. Gut, mehr habe ich nicht beizutragen zu einem Film, den ich nicht gesehen habe. Aber zu deinem Platz 10 hast du was beizutragen. Zu meinem Platz 10, ja, den habe ich erstaunlicherweise gesehen, ist ein Film, dem Christian sehr gut gefallen dürfte. Nämlich, er hört auf den Namen Red Rocket und ist von Sean Baker. Well, you know, I've worked almost every day for the last 17 years. I moved back in with my wife last week. No, I'm calling the cops. Really? Hey. We decided to make a run of it. I just need a place to crash for a couple of days. What's the big deal? Mikey. Go fuck yourself. Der auf Florida Project schon verbrochen hat, möchte ich fast schon sagen. Florida Project mochte ich jetzt nicht ganz so gern. Red Rocket dagegen sehr gerne. Ist mit Simon Rex in der Hauptrolle, der auch schon die Hauptrolle in Scary Movie 3 bis 5, da hinten werden schon irgendwelche Flaschen geöffnet, gespielt hat. Und da hat er eher so den Idioten gespielt. Und hier spielt er einen alternden Pornodarsteller, der keine Kohle mehr hat und deswegen in seine Heimatstadt zurückkehren muss zu seiner Ex-Frau. Wieder bei ihr einzieht und er verliebt sich in ein 17-jähriges Mädel und arbeitet mit der in einem Laden, der Donuts verkauft. Und er kennt in diesem 17-jährigen Mädel, nachdem er das erste Mal mit ihr geschlafen hat, das könnte doch die zukünftige neue Pornodarstellerin sein, mit der ich in Los Angeles wieder ein bisschen Kohle machen kann. Ja, wie gesagt, er geht halt zurück in die Stadt, er ist sehr ärmlich, seine Ex-Frau ist ärmlicher Natur und auch die Nachbarn sind eher ärmlicher Natur. Und das finde ich eben ganz gut, wer ansonsten amerikanischen Filmen geht es in der Regel eher um die gehobene Mittelschicht, in die obere Mittelschicht. Und selbst die untere Mittelschicht hat dadurch, dass die Häuser da aus Pappe sind, wohnen halt in großen Häusern.
Und wenn es mal um die Unterschicht geht, dann geht es in der Regel, genauso wie wenn in Filmen viele Schwarze oder Frauen vorkommen, geht es da meistens um Probleme eben von Schwarzen oder Frauen. Geht es in Filmen, die ansonsten sich eher um die Unterschicht kümmern oder um ärmere Leute, geht es halt dann auch um diese Probleme. Und hier spielt er zwar nur darum, aber es geht halt um, ja, um die Hauptfigur, die halt mit seinem Leben klarkommen möchte. Und eben so gewissermaßen um diese Beziehung zu diesem jungen Mädchen. Und was er besonders gut macht oder was mir gefallen hat, man wünscht sowohl ihm als Hauptfigur, als auch die jungen Mädel gespielt von Susanna Schon oder Son, man wünscht beide ein Happy End, aber geschickterweise können sie nicht beide gleichzeitig das Happy End ertragen und das erreichen, weil, naja, man wünscht ihr nicht, dass sie halt Pornodarstellerin wird, aber man wünscht ihm schon irgendwie den Erfolg. Und das macht den Film dann für mich doch sehr sympathisch. Und ja, ich würde ihn Christian empfehlen. Das wäre mir jetzt meine Frage gewesen. Warum glaubst du, dass er mir gefallen würde? Naja, du mochtest zum einen The Florida Project und zum anderen fand ich ihn, ja. Ja, es hat so 4 Sterne gegeben von 5. Echt? Habe ich ihm 4 Sterne gegeben? Shit. Nee, 3,5. Aber so trügen mich meine Erinnerungen. Naja, und zum anderen geht es halt um die Pornoindustrie so ein bisschen. Man sieht junge Mädels, eine 17-Jährige beim Sex, deswegen bin ich guter Dinge. Ist der von der Stimmung her so ähnlich wie Florida Project? Also bewegt sich das so zwischen Komödie und Sozialdrama, Sozialrealismus? Er ist noch mal ein bisschen lustiger und nicht mehr ganz so dokumentarisch gefilmt. Ich wollte gerade sagen, im Florida Project geht es doch auch um die ärmeren Menschen, sage ich mal, oder? War das doch der am Ende Disneyland spielt, oder? Ja, klar. Also in den meisten seiner Filme, was ich so gelesen habe, geht es halt eher so um die Ärmeren. Aber deswegen mag ich es halt. Aber genau, ich meine mich zu erinnern, dass der größte Kritikpunkt damals bei Florida Project, ich habe ihn leider nicht gesehen, aber ich meine mich zu erinnern, dass das so ein bisschen Armutstourismus ist für viele Leute. Aber das Problem hat jetzt Red Rocket nicht, dass man so ein bisschen das Gefühl hat, man tut hier voyeuristisch sich an Armut ergötzen. Nee, bis auf ja eine Nachbarsituation. Also wie gesagt, deswegen ist es auf meinem Platz 10 und ist jetzt auch nichts Weltbewegendes. Da kann man bei den einen Nachbarn kann man sich noch drüber streiten, aber ansonsten läuft es halt eher nebenher, dass er keine Kohle hat und dass seine Frau keine Kohle hat. Und klar, sie streiten sich natürlich. Also es wird schon viel mit Klischees dann auch gearbeitet. Aber er macht Spaß, macht Laune, man kann ihn gut durchgucken. Aber auch er geht über 2 Stunden. Hätte es jetzt auch nicht unbedingt gebraucht, aber ist schon in Ordnung. Eine Frage noch, hat der Titel die gleiche Bedeutung wie bei South Park? Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, ob das so ist oder nicht. Aber ich habe irgendwie dem Film, vielleicht habe ich es auch übersehen, keine andere Erklärung entnehmen können. Also seltsam. Ja, auf die Bedeutung des Titels im Marios Platz 10 bin ich auch gespannt. Das ist auch eine gute Frage, die kann ich dir ehrlich gesagt nicht beantworten. Aber ich kann dir beantworten, wie der Film ist. Und zwar ist mein Platz Nummer 10 Mess. You say you want to heal. Is this how? We're not here to attack you. And we promise that. We want to know how this happened. We need your help with that. Ein Film eines amerikanischen Regisseurs, sein Erstlingwerk, was ich gesehen habe auf dem Filmfestival Mannheim-Heidelberg im November. Ich sag dir auch noch schnell, wie der Regisseur heißt. Fran Kranz heißt der Mann. Ja, es geht um zwei Ehepaare, die sich in einer Kirche, in einem kleinen Städtchen treffen, um sich mal auszusprechen. Denn der Sohn von dem einen Ehepaar hat den Sohn des anderen Ehepaares getötet vor mehreren Jahren. Danach folgte wohl ein großer Rechtsstreit und Anwälte und bla bla bla. Also sie haben sich quasi noch nie von Angesicht zu Angesicht gesehen und getroffen. Mit Hilfe einer Vermittlerin ist das jetzt nun der Fall. Und es ist quasi ein Kammerspiel in einem Raum, wo der Film die meiste Zeit spielt, wo sich die Leute halt unterhalten. An sich eine sehr interessante Prämisse, wer jetzt so ein bisschen an einen gewissen Film von Roman Polanski denkt, nämlich Gott des Gemetzes, liegt da auch überhaupt nicht fern. Nur, dass es bei, ich glaube, Roman Polanski nicht um Mord ging, sondern um irgendeine Nebensächlichkeit. Aber vom Prinzip kann man das sehr gut vergleichen, die beiden Filme. Es ist der einzige Film mit 3,5 Sternen auf meiner Liste, den anderen habe ich 4 oder mehr gegeben. Das hat einen Grund. Der Film ist so ein bisschen
überinszeniert, würde man sagen, oder zu, das Drehbuch hat mir nicht sonderlich gefallen. Es kommt mir so vor, als würde im Drehbuch stehen, das ist jetzt, die nächsten 10 Minuten gehören der Person und die nächsten 10 Minuten gehören der Person und da darf die mal richtig aus sich rausgehen und ihre Geschichte erzählen und quasi weinen und schauspielerisch überzeugen. Also es hat sich so ein bisschen Mal nach Farben, ja genau, Mal nach Zahlen angefühlt. Das hat mich so ein bisschen rausgerissen. Allerdings muss ich tatsächlich sagen, dass ein Kammerspiel immer von den Schauspielern und Schauspielerinnen getragen wird und die spielen hier fantastisch. Also die 4 Darstellerinnen sind ganz, ganz toll, haben mich vollends überzeugt, haben mich tief reingerissen in dieses Zerwürfnis dieser beiden Ehepaare. Es fängt schon so an, wenn sie halt erstmal Nettigkeiten austauschen, überhaupt nicht wissen, wie beginnt man so ein Gespräch überhaupt? Das hat man nie gelernt, dass man wird in die Situation reingeschmissen. Und man erlebt der Geschichte von diesen beiden Ehepaaren so nach und nach. Ja, am Ende übertreibt er dann noch ein bisschen mit der Tränendrüse, aber an für sich, wenn man sich drauf einlässt, hat man da ein verdammt tolles Kammerspiel. Also ich würde den, bis auf die Tatsache, dass ich eben die Eltern von den Kindern treffen, eher weniger mit Gottes Gemetzels vergleichen. Weil ich glaube, dass es ein Kammerspiel ist. Ja, es weckt dann doch falsche Erwartungen, weil ich habe mir jetzt ja noch angeschaut. Gottes Gemetzels ist halt eher eine komödiantische Aufarbeitung des Ganzen und das ist halt ein Drama durch und durch. Achso. Ja, nicht durch und durch. Der Anfang soll schon vermitteln, dass das hier eher in eine lockere Richtung geht, um nur dann eine falsche Fährte quasi zu legen. Ist es halt nicht. Und noch zwei andere. Also zum einen, er ist gedreht worden und geschrieben worden von dem Typen, der den Kiffer spielt in, ja, wie ist der Meta-Horror-Film mit den vielen Monstern? Kevin in the Woods, genau. Von dem und zum anderen den Namen. Zum einen heißt Mars auch Messe und das ist ja noch wichtig, die Rahmenhandlung. Es spielt halt alles in einer Art Kirche. Also nicht in der Kirche, aber halt in der Einrichtung von der Kirche. Und da treffen sie sich halt im geschützten Rahmen. Und zum anderen steht Mars auch für Mars-Shooting, weil das Ganze halt in der, weil es halt im Amoklauf der andere gestorben ist. Das noch als Erklärung. Aber ich fand ihn auch super. Ich mag Kammerspiele. Und fand es ein bisschen schade, dass Marius jetzt nicht den Gag hat, dass Draco Malfoy erschossen wurde. Weil der Schauspieler von Lucius Malfoy spielt nämlich der Vater des erschossenen Jungen. Was? Ja, Jason Isaacs. Lucius Malfoy? Ja. Der hat sich aber verändert, meine Herren, die haben ich nicht erkannt. Ja gut, im echten Leben hat er keine langen, blonden Haare. Ja. Daran wird es wohl liegen und ist auch ein bisschen älter geworden. Ist ein paar Tage älter geworden, ja, die haben ich tatsächlich, ei. Mensch, scheint über mein Haupt. Aber die Schauspieler machen das alle ganz, ganz toll. Aber du hast natürlich recht, es ist komplettes Drama, nur der Anfang ist so ein bisschen anders wegen dieser einen Figur. Aber sonst, ja. Aber auch jetzt nicht abgeschreckt sein, weil das alles in der Kirche spielt. Kirchlich, das Thema hat eigentlich kaum Relevanz dort. Ich bin gespannt, wenn er dann auf Heimkino kommt, werde ich mir mal auf jeden Fall antun. Ist ein Filmfestival-Liebling. Kommen wir damit zur ersten Sonderkategorie. Die heißt Underdog. Welcher Film lief unter dem Radar, hätte mehr Aufmerksamkeit verdient? Wir machen es in der gleichen Reihenfolge wie gerade eben. Das heißt, ich fange an mit einem Animationsfilm namens Joseph von Aurel. Nicht Aurel Merz, sondern einem französischen Cartoonisten. Und das ist ein, ja, waschechtes Historiendrama. Biografisch gefärbt, nicht autobiografisch, aber biografisch. Spielt 1939 im Zuge des Spanischen Bürgerkrieges. Da fliehen sehr viele Menschen von Spanien aus nach Frankreich. Und einen dieser Menschen sehen wir, wie er dann dort in ein Internierungslager kommt und ja dort seinen Alltag verbringt, später dann auswandert. Ein sehr, sehr berührender, sehr visuell sehr ansprechender Film, sehr schöner Stil. Der ist leider völlig untergegangen. Der lief mal auf Mubi eine Zeit lang und ist meines Wissens nach immer noch bei Amazon Prime Video zu sehen. Also wenn ihr mal ein bisschen was Experimentelles im Bereich Animationsfilm sehen möchtet, dann gerne den mal euch zu Gemüte führen. Benny macht weiter. Ja, du hast uns ja gebeten, Filme zu nehmen, die wir nicht in Top Ten nennen werden. Deswegen habe ich jetzt da eigentlich keinen großartigen Film gefunden. Außer in Deutschland, finde ich, ist Love and Monsters auf Netflix ein bisschen untergegangen. Oder zumindest habe ich da nie groß jemanden
darüber sprechen hören. Ich fand ihn ganz sympathisch. Ein Junge in der apokalyptischen Welt will seine Freundin wiederfinden und kriegt dann noch einen Hund und einen Roboter, glaube ich, auch noch kurzweilig als Gefährten. Also ich fand ein sympathisches kleines Filmchen. Schöner Pick. Ja, ich mache mit Filmfestival-Tipps weiter. Ebenfalls gesehen auf dem Filmfestival Mannheim-Heidelberg habe ich Haruhara Sans Recorder. Dass der untergegangen ist, wundert mich absolut nicht. Ich hätte sehr gern gesehen, wenn dieser Film auf ein Arthouse-Publikum trifft. In meiner Vorstellung, das war relativ spät abends, waren, weiß ich nicht, ein Dutzend Leute. Und danach hatten wir die Möglichkeit, mit dem Regisseur zu sprechen und mit der Hauptdarstellerin und ich meine der Drehbuchautorin. Nee, die Kostümdesignerin, glaube ich. Irgendwie sowas. Zumindest sind die extra aus Japan hingeflogen und das war sehr schön, weil es die einzigen Leute waren, zumindest die ich getroffen habe auf dem Filmfestival, die Filmemacher sind, denn die anderen kamen nicht aus Corona-Gründen größtenteils. Worum geht's? Dieser Film ist basiert auf einem Gedicht, wie der Regisseur erklärte. Ein japanisches Gedicht, in der halt quasi so ein bisschen der Alltag dargestellt wird, sehr poetisch. Und das passiert auch hier. Wir sehen den Alltag einer jungen Japanerin. Punkt. Also, wie sie aufsteht, dann geht sie ins Café, dort arbeitet sie, trifft auf Leute, unterhält sich mit denen, findet die namensgebende Flöte. Ganz lustig, immer wenn diese Flöte ertönt, weinen alle Menschen. Kann man sich jetzt denken, warum. Sie macht mal einen Ausflug. Ja, ist zu Hause, kocht was mit Freunden. Ja. Also das war's. Das war's. Das ist was komplett anderes. Das hab ich ehrlich gesagt noch nie gesehen, in so einer Konsequenz sowas darzustellen. Und fand ich auf jeden Fall super interessant. Geht viel zu lang. Aber ganz klar, absolut mal was Außergewöhnliches und hätte viel mehr Aufmerksamkeit verdient, wie ich finde. Okay, am Anfang war ich gehuckt, jetzt mittlerweile nicht mehr. Ich war noch nie gehuckt. Ich versuche ja nach wie vor diesen komischen französischen Zeitreisefilm daher zu bekommen, von dem du mal Kanadisch-Französisch. Kanadisch-Französisch, ja. Das macht es leider trotzdem nicht leichter. Aber diesen Film, den du jetzt gerade erzählt hast, nein. Jo, also wer so ein bisschen auf japanische Verrücktheiten steht, sollte das anschauen. Wir machen weiter mit Platz 9. Rotieren einmal durch. Benny fängt an. Ja, wie schon häufig gesagt, jede Top 10 braucht einen deutschen Film. Da ich wenig gute deutsche Filme gesehen habe, den letzten deutschen Film war dieser Amazon-Film A Night Off über einen jungen Mann. Warum erzähle ich so viel über den? Der war scheiße. Jedenfalls, nebenan. Sie erkennen mich nicht, oder? Sie wohnen in meinem Haus? Oh, nein, Sie wohnen in meinem. Ich bin schon ein bisschen länger da. Ich glaube, ich muss los. Ihr Flug geht erst 2:30. Sie haben da noch Zeit. Woher wissen Sie das? Ihr Stasi-Leute wissen sowas. Von und mit Daniel Brühl in der Hauptrolle und einem wunderbaren Peter Kurt als seinen Gegenspieler. Warum und wieso gleich dazu mehr. Das Drehbuch geschrieben von Daniel Kehlmann. Das ist ja ein berühmter Autor, unter anderem die Vermessung der Welt. Worum geht es in diesem Film? Daniel Brühl spielt einen deutsch-spanischen Schauspieler, der eine Rolle in einem Superheldenfilm eventuell ergattern könnte und zu einem Vorsprechen muss. Er wohnt in Berlin, geht nochmal in eine Kneipe seines Vertrauens, ziemlich heruntergekommen, um nochmal sich vorzubereiten, aufs Taxi zu warten. Und da sitzt ein eben von Peter Kurt gespielter Nachbar von ihm und der verwickelt ihm so ein bisschen ins Gespräch und man merkt schon, irgendwas stimmt da nicht so ganz. Und daraus entwickelt sich so ein Kammerspielartiges, es geht nur 2-3 Mal nach draußen, hin und her spielt zwischen den beiden, wer was über wen weiß, so ein bisschen Sozialkommentar auf reich und arme Leute noch dazu. Nur leider haben sie das Ende so ein bisschen, das hat mir nicht so ganz gepasst, da hätte noch ein bisschen Punch gut getan. Nur die Szene im Abspann, die passt dann wieder, aber die kriegst du ja wahrscheinlich nicht gesehen. Aber ansonsten von den beiden Schauspielern getragenes Kammerspiel, Katz-und-Maus-Spiel mit der ein oder anderen Überraschung. Und deswegen hat es mir dann doch ganz gut gefallen und kann man sich schon angucken, oder Christian? Wenn du die neue Mieterin meinst, doch, das habe ich gesehen, ja. Okay. Ich war erst überrascht. Ich finde es ja immer prinzipiell seltsam, wenn jemand Hauptrolle und Regie gleichzeitig macht. Aber hier muss ich sagen, tatsächlich, das ist ja sein erstes Regiewerk von Daniel Brühl. Hut ab, das ist durchaus schwungvoll und spannend inszeniert. Aber wie du sehe ich
Problem beim Drehbuch so, vor allem im letzten Drittel, beziehungsweise wenn es dann in die Auflösung geht, weil dann greift es sich wieder so ein Trope raus, wieder so ein erzählerisches Mittel, eine Verfehlung einer oder mehrerer Figuren, die sie, was so eine ganz große Krise auslöst, und das ist immer so, also ich will es jetzt hier nicht spoilern, deswegen rede ich so ein bisschen drum rum, aber es ist so, es ist so einfach. Weißt du, das ist immer so, und für mich auch so ein bisschen, ja, so der Trick, der Griff in die billigste Trickkiste, um eine Figur irgendwie unsympathisch oder unmoralisch darzustellen, eher diese Verfehlung zu attestieren. Das fand ich so ein bisschen schade. Da hätt's noch in eine andere Richtung abdriften müssen. Ja, aber ansonsten tatsächlich gut, ja. Ja, wie gesagt, das Ende passt nicht so ganz, aber gerade davor, er spielt halt auch so ein bisschen mit seinen Filmen, die er bisher so gedreht hat, auch mit diesem Superheldenfilm, wie die wahrgenommen werden, ob das Schauspielkunst ist und sowas. Und das fand ich dann doch sehr sympathisch, dass er sich gerade bei seinem Erstlingswerk als Regisseur dann sich so, vor allem die Idee stammt ja wohl auch von ihm, wenn auch nicht das Drehbuch an sich. Also wollte er das wohl auch genauso drin haben. Und das, ja doch, ich bin gespannt, was dann noch von ihm kommt. Es gibt ja, auch am Anfang gibt es ja auch ganz viel so, also Thema Gentrifizierung ist ja auch ganz groß und so, und Geschichte, Jung-Alt und Berlin-Zuzug. Dann geht es ja auch ganz viel um sehr lustiger, satirischer Metakommentar fast aufs Schauspieler oder Star-Dasein. Also das ist schon ganz nett, was er da alles reingebracht hat oder was die Leute alles reingebracht haben. Ja, ich war positiv überrascht auf jeden Fall. Marius? Ja. Ich habe einen Disney-Film auf Platz Nummer 9. Und zwar Raya und der letzte Drache. Wer spricht da? Wir brauchen deine Hilfe. Ah, ich will dir nichts vormachen. Ich bin nicht gerade der beste Drache. Hast du mal so ein Gruppenprojekt gemacht, bei dem einer null dazu beiträgt, aber am Ende dieselbe Note kriegt? Das sind die Schlimmsten. Ein Film, der mich dann doch überrascht hat, dass ich ihn so gern mag, weil ich eigentlich nicht so sonderlich Gutes drüber gehört hatte. Und gedacht hatte, okay, das wird ein relativ 0815 Disney-Film, was er Story, also wenn man es runterbricht, auch ist. Aber ich fand den in vielen Belangen doch überdurchschnittlich. Ich fand die Hauptfigur großartig, ich fand die Nebenfiguren witzig, die Sidekicks. An sich fand ich die Gag-Quote sehr hoch. Ich fand die Welt super interessant, die er aufgebaut hat für so ein kleines Kind, für so einen Kinderfilm quasi, dann doch eine sehr interessante Welt erschaffen hat, mit einer eigenen Lore. Ich mag das ja super gerne, wenn so eine Welt quasi aus dem Nichts erschaffen wird, wo man weiß, da steckt eine Geschichte dahinter, da steckt eine Legende dahinter. Und man sieht halt jetzt nur so einen kleinen Teil davon. Wie gesagt, ich fand den inszenatorisch super, da waren wunderschöne Bilder mit drin, fantastische Szenen, wenn ich da auf eine eingehen darf, zum Beispiel, wenn Raya Rache nimmt, relativ am Ende des Films, das ist Kurosawa-esk inszeniert, möchte ich schon fast in den Raum werfen, das ist wirklich, wirklich da ganz, ganz toll. Wie ich fand, ja, die Geschichte ist jetzt nicht das Yellow from the Egg, ne? Also jetzt nicht wahnsinnig tiefgründig, und die Moral, die am Ende dahinter steht, ist jetzt auch typisch Disney und lockt einen jetzt auch nicht unter den Ofen hinvor. Da hätte man noch viel mehr rausholen können. Aber für mich ganz klar aus den neueren Disney-Filmen der beste, den ich seit Jahren gesehen habe. Hört, hört. So weit würde ich jetzt nicht gehen, aber für mich der zweitbeste Disney nach Luca dieses Jahr. Okay, besser als Encanto, das reicht mir. Besser als Encanto, definitiv. Ja, da stimme ich auch zu. Ansonsten, weiß ich nicht, fand ich jetzt nichts Besonderes. Er sieht gut aus, ja, aber die Story hat mich jetzt auch nicht mitgerissen. Aber ja, ja, das ist, okay. ist halt eine klassische Geschichte, die du in diesem Western-Martial-Arts-Eastern-Setting, also es ist ja Western und Eastern in einem, plus halt noch so magische Elemente. Und das mag ich eigentlich. Fand's auch schön, dass es anscheinend die erste Disney-Prinzessin ist, die nicht singt, wenn ich das richtig im Gedächtnis habe. Ja. Also er ist auch relativ ernst, allgemein. Aber so interessant die Welt halt ist, und das ist das größte Versäumnis, was ich dem Film anlasse, man sieht zu wenig von ihr. Man hat so 3-4 Schauplätze, aber da hätte noch viel mehr gemusst. Oder zumindest noch so 1-2 mehr, dass ich diese Welt irgendwie greifbar finde. Ja, der Film geht halt nicht so lang. Also das ist auch ein Vorteil. Der läuft relativ schnell durch. Der hat ein unfassbares Pacing für das, was da alles passiert.
Das ist jetzt unser Running Gag, oder? Mit der Länge. Um die Länge. Da hätte ich tatsächlich gesagt, okay, mach dir noch 10, 15 Minuten länger, um Charaktere, gerade Sidekicks, die vielleicht später hinzukommen, noch so ein bisschen länger zu charakterisieren oder um Entscheidungen tragfähiger zu machen. Auch ein bisschen eine Logik zu feilen vielleicht, so gegen Ende. Da hat es nicht so ganz gepasst, meiner Meinung nach, warum Dinge passieren, die irgendwie früher nicht passiert sind. Aus irgendwelchen Gründen passieren sie am Ende doch. Aber mein Gott, es ist immer noch am Ende ein Kinderfilm, der, wie ich finde, einfach nur fantastisch inszeniert ist. Und Raya ist die beste Disney-Prinzessin seit lange. Machen wir weiter mit meinem Platz 9, einem rumänischen Film, der den Hauptpreis auf der diesjährigen Berlinale gewonnen hat und den etwas seltsamen Titeltritt Bad Luck Banging or Loony Porn. Bitte, bitte, beachten Sie den Mindestabstand. Wie denn jetzt? Sind die beiden oder was? Das ist eine Seite speziell für Erwachsene und eben keine Seite für Kinder. Jetzt wird die Schlampe auch noch frech. Worum geht's? Geht um eine Lehrerin, die einen Sextape gedreht hat, das man am Anfang auch sieht, und das ist im Internet gelandet. Und dieser Film besteht aus drei sehr stark voneinander getrennten Dritteln. Im ersten läuft sie durch Bukarest, die Hauptstadt da Rumäniens, und man sieht, okay, es ist Corona, alle tragen Masken überall, es gibt überall kleine Konflikte. Sie unterhält sich mit so ein paar Leuten, eben weil dieses Sextape geleakt ist, soll jetzt in Elternabend einberufen werden, um das Ganze zu klären, und das macht sie natürlich nervös, und trotzdem ist diese erste Hälfte gerade so einschläfernd langsam und es passiert super wenig. Dann in der zweiten Hälfte, die zweite Hälfte ist quasi ein satirisches, sehr satirisches Lexikon diverser Begriffe aus der rumänischen Geschichte oder allgemein betreffend. Und das dritte Drittel ist dann eben dieser Elternabend, auf dem es zu einer sehr dialoglastigen Konfrontation zwischen Eltern und der Schulvertretung bzw. der Lehrerin kommt. Ja, für mich ist das so ein bisschen, oder macht der Film so ein bisschen das, was auch One Cut of the Dead gemacht hat, eben in dieser Dritteleinteilung, wo eben diese drei Drittel irgendwas komplett Unterschiedliches machen und das schwache Erste von einem interessanten Zweiten und einem überragenden Dritten gefolgt wird. Und was dann am Ende passiert, holy shit, also damit hatte ich überhaupt nicht gerechnet. Dieser Film hat mich auf so vielen Ebenen einfach völlig bad zurückgelassen. Fand ich super spannend, super einprägsam, den werde ich nicht so schnell vergessen, und insofern ist das ein würdiger Platz 9 für mich. Benny hat ihn gesehen, das weiß ich. Ich habe ihn gesehen. Und ich weiß nicht, warum du nicht sagen willst, was am Ende passiert, weil das ist ja eigentlich der Kniff des ganzen Films. Und ich glaube, ja, warum? Deswegen will ich es ja nicht sagen. Ja, aber da musste ich ja erstmal hinkämpfen, um da hinzukommen. Also man sieht zumindest, man kann sagen, man sieht eine Szene aus, wie sie verschieden hätte ablaufen können. Das ist halt schon genial. Aber das erste Drittel, wie du schon sagst, auch selbst die Sexszene ist schon gut. Es ist halt normal, wie hat man schon, normal ist unästhetisch. Dann langweilig, und das zweite Drittel, diese, ja, wie hast du es genannt, satirisch, lexikalisch. Ich fand es halt, keine Ahnung, das Video, du läufst halt ganz schnell durch ein Museum durch oder sowas. Du siehst einfach Bilder zu Buchstaben und noch so eine kurze Erklärung. Ja, es hat viel Inhalt, es hat Kunst und Interpretation, aber es ist halt einfach also ich fand es einfach langweilig, das war halt so das Problem. Und sich durch zwei Drittel Film zu kämpfen, um dann ein ganz gutes letztes Drittel zu haben. Ja, wir hatten es ja bei One Cut of the Dead. Vielleicht ist der Vergleich dann doch nicht so verkehrt, wie ich im ersten Moment dachte. Aber hier hat es bei mir nicht so ganz gezündet, muss ich sagen. Also es war dann doch sehr ermüdend und einschläfernd. Aber ist halt Geschmackssache wohl. Aber ja, das letzte Drittel, gebe ich dir schon recht, hat dann noch mal was rausgerissen auf jeden Fall. Ja, das zweite Drittel ist halt eine Streitfrage, eben dadurch, dass das so alle paar Sekunden so ein neues Versatzstück kommt. Mir hat das total gefallen irgendwie. Ich fand es super strange, super kurios, aber ich mochte es. Mit welchem allglatten schwarzen Humor dort irgendwelche historischen Sachen aus der Geschichte Rumäniens abgehandelt werden. Ja, man muss dazu sagen, dass die Beschreibung zum Bild passt nicht eins zu eins, weil es halt ja, wie soll man sagen, ja, auch da das satirische Element eben drin ist oder ein humoristisches Element, und dann die Wörter eben nicht zum Bild passen vermeintlich, aber man muss kurz nachdenken, was es überhaupt zu bedeuten hat und den Sinn dahinter zu verstehen. Aber ja, also mich hat das der zweite Teil überhaupt nicht abgeholt, leider. Wir machen weiter mit dem nächsten Sonderpreis. Hype Train Wreck. Darf ich nichts zu dem Titel sagen? Ach so, hast du den gesehen? Nee, oder? Nee, aber ich mag den Titel. Okay.
Das war's. Okay, gut, alles klar. Dann machen wir jetzt weiter mit der nächsten Sonderkategorie. Hype Train Wreck. Welcher Film wurde von der Mehrheit viel zu positiv aufgenommen? Und da darf Benny wieder loslegen. Jetzt muss ich kurz gucken, weil ich habe das natürlich im guten Deutsch hingeschrieben. Also ich schlecht, Mehrheit gut. Das ist damit gefragt, oder was? Genau. Ja, einen werden wir nachher noch nennen. Dann habe ich abgestuft. Zum einen haben wir Power of the Dog, ein Western, dessen erste Hälfte extrem langweilig ist, da passiert nichts. Sie haben was vom Roman weggelassen, was sie nicht hätten weglassen dürfen. Und bis er dann in der zweiten Hälfte ist, hat er mich schon komplett verloren. Da habe ich. Du hast den gelesen? 2,5 gegeben von 5 und die Mehrheit 3,8 von 5. Dann haben wir noch The Last Duel. Die Frage, die ich ignoriert werde. Ja, kennt ihr das in Filmen? Da reden die Leute miteinander, es wird eine Frage gestellt und es wird einfach ignoriert. Und irgendwie regt mich das auch immer auf. The Last Duel jedenfalls habe ich auch 2,5 gegeben, die Mehrheit 3,8. Ja, da hätte man ein Drittel auch komplett weglassen können, und obwohl ich eben die Erzählweise ganz gerne mag. Aber die größte Diskrepanz, ich habe 1,5 von 5 gegeben und bei Letterboxd 3,5 von 5. Ich habe keine Ahnung, wieso, ist Cruella, was für mich einfach nur ein verfilmtes Musikvideo ist und mir nicht, und ich weiß auch nicht, wieso unsere Hauptdarstellerin für den Golden Globe nominiert wurde. Also es ist einfach nur ein Scheißhaufen von Film, möchte ich nicht sagen, das wäre nämlich viel zu übertrieben, aber mir hat halt überhaupt nicht gefallen. Es passt irgendwie für mich nicht zusammen, wobei das ja von vielen Leuten gelobt wird, dass da einfach alles irgendwie reingeschmissen würde. Und ach, die Witze passen auch nicht so ganz. Cruella de Vil, ja, wie der Teufel. Ja, erklär's mir doch nicht. Ich bin alt genug, um das zu verstehen. Egal, aber Cruella ist mein Platz 1 in der Hinsicht. Da bin ich voll bei dir. Ja, aber da sind wir wohl die Ausnahme. Jeder rät mir von diesem Film ab, deswegen gucke ich den irgendwie nicht. Aber es triggert mich so langsam, dann doch das Werk zu sehen. Du wirst den, glaube ich, richtig furchtbar finden. Ja, alles andere würde mich. Du hast es ja, wenn einfach mal Popmusik eingespielt wird und der Film besteht nur daraus im Endeffekt. Ich glaube, das habe ich sogar in der Hassfilmfolge gesagt, dass ich das sehr, sehr hasse. Ja. Ja, aber mich reizt ja sowas. Solche Unfälle zu sehen. Er ist komplett grausam. Er weiß auch nicht, welches Jahrzehnt er abbilden will und ach, einfach. Ja, und welches Genre und welche Themen und plötzlich. Und was für eine Hauptfigur das sein soll, wie sie sich, in welchem psychischen Zustand sie sich jetzt befindet. Also es ist ein Wrack von Film. Also hast du den auch bei dir? Ja, klar. Okay. Ich habe den auch unter den dreien, die ich habe. Was hast du denn noch? Ich habe noch den neuen Spider-Man. Den sehe ich erst morgen auf der größten Kinoleinwand der Welt. Ich bin mal gespannt, wie er dir gefällt. Für mich ist das ein Film, der ähnlich wie Ghostbusters extremst auf Nostalgie setzt. Obwohl bei Ghostbusters eigentlich noch mehr, wie ich finde. Aber der irgendwie, also die erste Hälfte war gut, aber am Ende ist der für mich komplett auseinandergefallen in der Sentimentalität, die mir nicht gefallen hat, die mir nicht zugesagt hat. In einer Menge an Fanservice, die mir überhaupt auch nicht zugesagt hat, die bei mir gar nicht gegriffen hat. In einem Finale war es ziemlich Name war, also er hat so seine Seiten, ich habe ihm 2,5 gegeben, aber dass der halt bei Letterboxd auf 4,2 geht, also das ist mir völlig unbegreiflich. Und dann habe ich noch The French Dispatch stehen, da habe ich 2 gegeben, der steht auf Letterboxd bei 3,8. Ich habe mich ja schon mal in der Innenfolge ausgelassen, es ist einfach eine Abfolge von sinnlosen Mono- und Dialogen, also nicht sinnlos, aber hochprätentiösem Scheiß. Allein schon die Grundidee ist eigentlich interessant, aber dann letztendlich blöd umgesetzt, Zeitungsartikel zu verfilmen. Ein Film, der sich vor allem selbst liebt, aber alles andere irgendwie nicht. Den habe ich auch bei mir. The French Dispatch. Ich hatte nach dem Kino irgendwie das Bedürfnis, mich auf eine Parkbank zu setzen und einfach nur Stille zuzuhören. Einfach, weil dort durchgängig entweder geredet wird oder irgendein Gedudel gespielt wird, was an hektischen Szenen rangeschnitten worden ist. Also dieser Film, wirklich, ich hab gedacht, ey, halt doch mal die Fresse, Wes Anderson, mein Gott, lass doch mal deine Figuren stehen, mach doch mal sowas wie Entwicklung oder sonst irgendwas. Nein, du möchtest hier irgendein Kauderwelsch mir vorsetzen. Ja, ich fand einzelne Momente lustig, ich fand einzelne Geschichten, es sind ja mehrere Kurzgeschichten quasi, interessant, aber irgendwann geht einem das wirklich nur noch auf die Nerven. Ich hab gedacht, mit Isle of Dogs und Grand Budapest Hotel, seine zwei letzten Filme, habe ich mich so langsam mit Wes Anderson engagiert. Nee, das hier ist mehr Wes Anderson als jemals zuvor. Und die volle Dosis, das gibt mir nichts. Das ist mir too much. Einzelne Kurzgeschichten als Kurzfilme, okay,
kann man sich mal geben. Das Star-Aufgebot ist super. Der Look, ja, auch toll. Aber außer die Geschichte mit dem Koch ist mir nicht wirklich irgendwas in Erinnerung geblieben. Was steht bei dir noch auf der Liste, Marius? Sonst habe ich noch Don't Look Up. Ich weiß gar nicht, was der auf Letterboxd steht. Zumindest aber in meiner Wahrnehmung nach gefällt dieser Film sehr, sehr vielen Menschen. Ich fand ihn auch nicht katastrophal. Bei mir geht er immer so hoch und runter von wegen, oh, die Szenen sind gut, oh, das ist blöd. Ich finde, der Film wird einfach nur getragen von Leonardo DiCaprio und seinen Schauspielkumpan. Adam McKay muss froh sein, dass er die hatte. Inszenatorisch finde ich den teilweise sehr schlecht. Auch wenn er von seinen einzelnen Momenten lebt, aber ich fand ihn eher so, mh. Und in meiner Wahrnehmung, außer wenn man jetzt die Kritikerstimmen rauslässt, wird er schon sehr geliebt. Wir wollen ja heute über die guten Filme sprechen. Also was genau. Und deswegen okay, sehr schön. Deswegen machen wir weiter mit Platz 8 und Marius ist direkt dran. Ja, ich darf direkt weiterreden. Das ist aber nett, nämlich über meinen Platz 8. Und zwar muss ich da gar nicht nachschauen, was das war. Ah ja, das war Petite Maman ist mein Platz Nummer 8. Maman, t'as fait où ta cabane? Dans les bois, juste derrière. Ça te fait de la peine d'être ici? Ich liebe cette chambre. Was ist triste? Ein Film, den ich gesehen habe auf dem Filmfestival Mannheim Heidelberg. Ihr seht, die Ausbeute dieses Jahr war sehr, sehr hoch. 3 Filme, 2 davon mein Top 10, einer als Geheimtipp. Was will man mehr? Es ist ein Film von einer Regisseurin, die ihr hoffentlich sehr gut kennt. Es war nämlich mein Gott, ist das Internet heute langsam? Entschuldigen Sie. Céline Sciamma. Die Regisseurin von Porträt einer jungen Frau in Flammen, der mir überraschend sehr, sehr gut gefallen hat. Und noch eine Reihe weiterer Filme. Ihr neues Werk ist eine sehr, 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 sehr kleine Geschichte über 2 Mädchen, die sich kennenlernen. Und was Zeitreisen damit zu tun hat, verrate ich jetzt mal nicht. Aber sie haben was damit zu tun. Und ja, wie gesagt, das ist eine sehr kleine, feine Geschichte. Der Film, ich muss es leider nochmal erwähnen, ist sehr kurz. Deswegen für einen netten kleinen Filmnachmittag sehr gut geeignet. Er ist sehr hübsch, ist sehr, also wirklich, wir sind aus dem Kino gegangen und alle 3, die in diesem Film waren, waren sich einig. Der war süß. Der war einfach zuckersüß. Das war wirklich ein sehr, sehr gut laune Film, obwohl dort sehr schwierige Themen angegangen werden, wie Verlust oder wie Mutter-Tochter-Beziehungen. Aber der verpackt das einfach so herrlich, locker, leicht, fluffig, dass man ihm überhaupt nicht böse sein kann. Und dieser Film ist wirklich also super toll erzählt, super junge Schauspielerinnen und auch ältere Schauspieler. Tolle Geschichte. Ist was für Benny mit Zeitreisen. Also ja, ich lese gerade durch, was es damit auf sich hat. Du wolltest es ja nicht sagen. Ich habe auch keine Ahnung, warum du es nicht sagen willst. Aber das macht den Film ja gerade jetzt erstmal für mich interessant, wie das Ganze hier vonstatten geht. Ja, deswegen wollte ich es ja nur anteasern, aber nicht erzählen. Ihr seid nicht die Marketingabteilung der Filme, möchte ich hier nochmal hinzufügen. Nee, wir sind ein Filmpodcast. Da haben sie sich in der Tür geirrt. Ja, ist mein Platz Nummer 8. Ich fand den wirklich, wirklich sehr, sehr niedlich und kommt nächstes Jahr auch ins Kino. Sollte ihr euch anschauen. Im Februar ist der Start geplant, wenn bis da nicht noch alles schief geht. Ich sag nochmal, fuck Corona, weil sonst hätte ich die Möglichkeit gehabt, mit der Regisseurin zu reden. Ruf sie halt an. Ohlala. Ja, freue ich mich drauf. Gott. Dann können wir ja weitermachen. Mein Platz 8 entführt uns in die dunkle Vergangenheit beziehungsweise in eine alte englische Rittergeschichte um Sir Gawain. Es ist The Green Knight. Ich habe nichts zu erzählen. Noch nicht. Noch hast du nichts zu erzählen. Ich fürchte, ich bin nicht für Großes geschaffen. Wir alle fürchten etwas. Aber Furcht kann eine Gabe sein. Von David Lowery, der ja unter anderem den sehr zähen A Ghost Story gemacht hat, den ich mochte. Und auch The Green Knight ist sehr zäh und ich mochte ihn noch mehr. Dave Patel als Ritter, der vom oder als Ritteranwärter am Hofe des englischen Königs, der vom grünen Ritter ein Schwert bekommt, nachdem er ihn in den Kopf abschlagen darf und in einem Jahr zu diesem grünen Ritter reisen muss, um sich das Gleiche antun zu lassen.
Und jetzt wandert Dave Patel dort durch die englische Landschaft auf einer sehr ruhigen, sehr epochalen, zumindest bildlich epochalen Heldenreise, Anti-Heldenreise, möchte man sagen. Denn er entwickelt sich im Laufe dieser Geschichte quasi nicht, bleibt immer der Feige, der zurückstecken möchte, der sich eigentlich keiner wirklichen Gefahr aussetzen will und der sich trotzdem nur sehr widerwillig fortsetzt seine Reise und immer neuen Gefahren überwindet, der Abkürzungen versucht zu nehmen, der versucht, es sich bequem zu machen. Für mich ein Film, der sehr stark im Gedächtnis geblieben ist, vor allem wegen seines, wie ich finde, tollen, überraschenden Endes. Und da bin ich jetzt gespannt, weil das war ja unsere Twist-Challenge für Benny, die wir ihm ausgesprochen hatten. Ich hatte ihm ja verraten in unserer Twist-Folge, wie das Ende ausgeht. Hat es den Film noch schlechter gemacht, als du ihn ohnehin findest? Eins nach dem anderen, beziehungsweise erstmal auf die Frage einzugehen. Ausnahmsweise meine ich, dass es tatsächlich geschadet hat, dass ich den Twist kannte, weil so wusste ich ja, dass das eigentlich alles keine Relevanz hat. Und ich hätte gerne gedacht, dass es Relevanz hat. Mm-hmm. I feel you. Ja, weil, wie Marius in seiner Kritik auf Letterboxd auch schreibt, ist dieser Epilog tatsächlich das Beste am Film, so sehe ich das nämlich auch. Und dadurch wurde mir das dann schon so ein bisschen genommen, das Gefühl. Aber um nochmal auf den Film an sich einzugehen, ich weiß nicht, wie es euch ging, aber ich hatte tatsächlich das Gefühl, in einem Videospiel zu stecken. Ich hatte so ein bisschen Shadow of the Colossus-Vibes. Das Problem war, ich wollte die Welt sehen. Ich wollte selber den Link steuern, also die Hauptfigur steuern, weil da so viel coole Sachen links und rechts waren, aber er läuft halt einfach geradeaus quasi durch und will halt sein Ziel erreichen. Und ich habe die Welt geliebt, aber halt nicht, was in der Welt im Film passiert. Und das fand ich so ein bisschen schade, muss ich sagen. Weil die Welt, die er aufgemacht hat, fand ich wirklich faszinierend. Auch wenn ich den Sinn des Ganzen, dass dann ein Ritter kommt und sagt, kämpf mit mir oder im Jahr mache ich das Gleiche da mit dir und bringe dich eventuell um. Ja, fand ich ein bisschen seltsam, aber davon mal abgesehen. Also mein Kopf fällt gleich ab vor Nicken. Es ist halt eine alte englische Erzählung. Also ja, das ist egal. Das fand ich auch egal. Ne? Das ist halt ein Märchen. Das fängt halt nun mal so an. Ja. Aber also, das ist wie wirklich wie im Videospiel. So irgendwas passiert und jetzt ist deine Quest. Mach mal. Zu wenig Sidequests. Aber tatsächlich, ich muss Benny absolut recht geben. Diese Welt ist so super interessant, weil ich das auch noch nie, berichtigt mich, vielleicht gibt es solche Filme, dann empfehlt sie mir, mit Old Merlin quasi und Old King Arthur, quasi, wo ihre Heldentaten schon vorbei sind und sie jetzt in Alterstümlichkeit herumdümpeln und in Dark and Gritty dargestellt werden und quasi einer neuen Generation die Heldentaten überlassen, bloß dass der neue Held kein Held ist, sondern wie Christian schon richtig sagt, einer, der sich nicht weiterentwickelt, der zwar Heldentaten begehen will, glaube ich, also der zwar will das Ganze, aber nicht kann. Also einfach von seiner Figur her einfach nicht aus sich raus kann, auch wenn er diese Heldentaten verbringen will. Wie gesagt, ich habe, glaube ich, seit Star Wars Episode 8 keinen Film mehr gesehen, der gleichzeitig so gute Szenen wie auch so furchtbare Szenen in sich bewirkt. Ich fand ihn teilweise recht langweilig. Ich wollte den unbedingt mögen, aber er hat es mir echt schwer gemacht. Bis zum Epilog, da habe ich gedacht, boah, der ist schon ziemlich, ziemlich geil und das ist doch alles super toll. Und dann hört der Epilog auf und dann sage ich, nee, ist scheiße. Und irgendwo in der Mitte pendelt sich dann ein. Ich mochte ihn sehr und ich mag auch Benny, der im Vergleich mit Shadow of the Colossus, der mir nie gekommen ist, aber den ich sehr treffend finde. Ja, es fehlen halt die Monsterkämpfe deswegen, aber so dieses Gefühl hat, also das fand ich schön auf jeden Fall. Okay, schön ist auch dein achter Platz, wie ich finde. Ja, ist einer von zwei guten dänischen Filmen des letzten Jahres, nämlich im Deutschen muss ich es nochmal nachgucken, weil es nicht die 1:1 Übersetzung ist. Helden der Wahrscheinlichkeit heißt er da. Ich finde, dass Sie eins wissen sollten. Es war kein Unfall. Die Wahrscheinlichkeit, dass der Kronzeuge bei einem Unglück umkommt, ist 1 zu 234.287.121. Findet für mich bitte alles über die Rocker-Gang Riders of Justice raus. Schafft ihr das, ohne erwischt zu werden? Wir haben verstanden. Für dich scheint es super einfach. Das bekomme ich ohne Probleme hin. Ist von Anders Thomas Jensen, der auch den wunderbaren Adams Äpfel schon gedreht hat, mit Mads Mikkelsen und Nikolai Lee Kaas, dessen Namen man wahrscheinlich nicht kennt, aber er hat die Doppelrolle
in einem anderen dänischen Film gespielt, Dänische Delikatessen nämlich. Da spielt er unter anderem den behinderten Zwillingsbruder. Jedenfalls in diesem Film geht es darum, Mads Mikkelsen spielt einen Soldaten, dessen Frau bei einem Zugunglück ums Leben kommt. Und das unter anderem deswegen, weil sie eben den Platz tauscht mit dem mit einer anderen Figur. Und dann geht es so ein bisschen darum, einerseits, wie wahrscheinlich ist es eigentlich, was muss alles zusammenkommen, damit eben die Frau genau in diesem Zugunglück stirbt. Und dann, der Otto ist eben auch Wissenschaftler, mit zwei anderen Freunden finden sie eben raus, dass in diesem Zug sich auch noch so eine Rockerbande befunden hat oder so ein Rockerbandenanführer, der eigentlich hätte aussagen müssen vor Gericht. Und deswegen denken sie, aha, das hat da was mit zu tun. Dann gehen sie zu Mads Mikkelsen und wollen das Ganze eben aufdröseln. Bisher so normal. Aber also selbst meine, also ich habe eine sehr hohe Toleranzgrenze für schwarzen Humor, aber die wurde ab und zu gerissen in diesem Film. Sowas sieht man echt selten mit nackten Sexsklaven, die sich in einer Wohnung befinden, wo Leute umgebracht werden, die dann zu Guten werden und Plätzchen backen. Und wilden Schießereien, die dann aber auch so ein bisschen lustig noch gedreht werden, teilweise dicken Witze. Und es war sehr abgefahren, mir schon wieder zu abgefahren, weswegen jetzt auch nicht höher gelandet ist. Aber ich hatte meinen Spaß mit und ich mochte eben auch diesen Gedanken. Tatsächlich stellt man sich ja manchmal die Frage, was hat alles passieren können, um an diesen Punkt zu kommen? Und darauf wird in dem Film eben wunderbar eingegangen. Auch wie die Auflösung sich gestaltet, hat mir sehr schön gefallen. Diese Mathematiker versuchen halt die ganze Zeit, die Unwägbarkeiten der Welt, die ganzen Zufälle, die sich ereignen, in irgendeiner Art mathematischen Gleichung festzuhalten, so irgendwie wissenschaftlich zu greifen, wie wahrscheinlich ist sowas und daraus ergibt sich dann das und eigentlich kann das gar nicht sein, weil es viel zu unwahrscheinlich ist. Doch, das Leben ist voller Unwägbarkeiten und Zufälle, die Menschen eben auseinanderreißen oder wie in diesem Fall zusammenführen können. Und das alles überspannt mit so einer sehr abstrusen Story, mit sehr bekloppten Charakteren, mit sehr verrückten Figuren, die sich dann dort zusammenfinden mit, wie gesagt, dieser Sexsklave ist halt wirklich völlig absurd. Und das Ganze dann gipfelt in einem actionlastigen Finale. Schöner Film, schöner Film. Ja, und er hat auch durchaus mehrere Kommentare auch zu Trauerbewältigung und so hat er auch drinnen. Also man kann ihn schon auch als Drama gucken, aber klar, dann ist natürlich der schwarze Humor, wenn man ihn als Drama sehen will, nochmal eine Spur vielleicht zu drüber. Also man hätte so ein kleines bisschen runterdampfen können, aber trotzdem hervorragend, kann man sich gut angucken. Gut, nächster Sonderpreis. Newcomer of the Year, machen wir mal den. Welcher Filmschaffende oder welcher Filmschaffende ist uns 2021 erstmals aufgefallen und konnte uns überzeugen? Und da fängt Marius an. Ja, gerne. Es passt zu meinem nächsten Platz tatsächlich, um mal ein bisschen zu spoilern. Denn ich habe zum ersten Mal eine junge Dame gesehen, die mir auf Anhieb extrem gefallen hat in ihrer Rolle. Sie hat eine der schwierigsten Rollen des Jahres übernommen, nämlich in Titan. Und hilft mir beim Namen, mein Französisch ist hier eingerostet. Agathe Roussel? So ungefähr? Wahrscheinlich. Ja, also die Hauptrolle bei Titan. Werden wir noch dazu kommen, warum sie großartig ist. Ich hatte jetzt befürchtet, du nimmst eine andere junge Schauspielerin, hätte mich etwas aufgeregt. Aber ja, sie macht die kommt Sache. Noch, die kommt noch. Glaub. Die kommt noch, ja. Aber nicht als Newcomer auf dich. Nee, die habe ich ja schon mal vorher gesehen. Bei mir ist es ein Regisseur und ich möchte gar keine großen Widersprüche von euch hören. Ich weiß, ich kann es mir schon im Kopf denken. Es ist David Pryor, Regisseur von The Empty Man und unter anderem auch Voir, einer Netflix-Serie über Filme, die ich noch nicht geschaut habe. Also so eine Essay-Sammlung. Wird sehr gelobt. Ja, wird sehr gelobt. Langjähriger Wegbegleiter von David Fincher und hat mir in diesem Empty Man gezeigt, dass er durchaus imstande ist, Genres zu mischen und Spannung aufzubauen. Ja, falls jetzt nichts kam, hat Christian wohl rausgeschritten, schnitten unsere Tiraden. Meine Newcomerin des Lüge. Jahres. Meine Newcomerin des Jahres kennt man schon als Schauspielerin. Natalie Morales heißt die junge Frau oder Morales vielleicht sogar, ich weiß es leider nicht. Stuber hat sie unter anderem mal mitgespielt oder auch im The Little Things, der auch dieses Jahr rauskam. Oder Battle of the Sexes hat man sie auch schon gesehen. Aber nein, sie ist meine Newcomerin, weil sie zwei Filme gedreht hat, die unterschiedlicher
ja, durchaus zwar noch sein könnten, aber schon ziemlich unterschiedlich sind. Nämlich zum einen Plan B, ja, hat, wenn man so die Story liest, durchaus Ähnlichkeit mit anderen Filmen der letzten 2-3 Jahre, nämlich zwei junge Frauen. Die eine wurde, sie wurde hinein ejakuliert oder beziehungsweise das Kondom ist in ihr stecken geblieben und deswegen möchte sie sich eben die Plan B-Pille holen. Nur hat das Haus nicht offen und dann muss sie mit ihrer Freundin eben so einen kleinen Roadtrip machen. Und der andere Film ist Language Lessons, der mir erstaunlichweise auch ganz gut gefallen hat. Ich habe viele Corona-Filme gesehen, beziehungsweise Filme, die wegen Corona auf kleinem Raum nur spielen oder vom Laptop und die meisten waren scheiße. Language Lessons hingegen nimmt sich einem Thema an, das leider viel zu selten verfilmt wird, nämlich die Freundschaft zwischen Mann und Frau. Und hier ist es wirklich nur Freundschaft, auch wenn sie die Hauptfigur schwul machen musste, um das wohl glaubwürdig zu machen. Aber nichtsdestotrotz, die beiden freunden sich eben über Skype an. Er nimmt eigentlich Sprachunterricht bei ihr, aber trotzdem entsteht daraus eine Freundschaft. Und wie sich das Ganze entspinnt, was sich dann herausgibt, hat mir sehr gut gefallen. Und wie gesagt, die Unterschiede der beiden Filme einerseits die durchaus lustige Komödie, weitläufig Roadmovie und andererseits halt den Bildschirmfilm. Und ich finde, das hat sie als Regisseurin beides wunderbar hinbekommen. Machen wir weiter mit Platz 7, beziehungsweise meinem Platz 7. Der Rausch können wir überspringen, der kommt später nochmal. Und auch den Platz 7 von Marius Titan können wir überspringen, der kommt ebenfalls nochmal später. Das heißt, wir haben für Platz 7 nur noch Benny. Völlig überfordert hier. Es hat was mit Kochen zu tun. Völlig überfordert. French Dispatch. Nämlich einen Film, der wie ein Film, der nachher noch kommt, auf einem Kurzfilm basiert. Beide tragen denselben Namen, nämlich Boiling Point von Philip Barantini. It's a fucking joke, isn't it? And it's her first week, so it's my responsibility. It's not a first week in any fucking kitchen, though, is it? There's a million kids out there who would die for this fucking opportunity. Mit einem wunderbaren Stephen Graham in der Hauptrolle und einem Film, bei dem ich mich zumindest davor und danach, während des Films, habe ich mich eher auf den Film konzentriert, gefragt habe, ob er Marius gefallen würde. Der Film hat zwei Dinge, die mir wunderbar gefallen. Das ist, heute sage ich statt sehr die ganze Zeit wunderbar. Ich brauche echt mal neue Wörter. Also, es geht, einerseits ist es ein Kammerspiel und zum anderen ist es ein One-Shot, der sich darum dreht, er geht 90 Minuten lang, um einen Abend in einem 3-Sterne-Restaurant, beziehungsweise im Laufe des Films wird es ein 2-Sterne-Restaurant, also ganz am Anfang. Und es geht um Stephen Graham spielt den Küchenchef. Und wir sehen tatsächlich in diesem One-Shot, wie sie dieses Essen vorbereiten, wie sie das Essen servieren, wie die Gäste sich beschweren, wie Stephen Graham mit jemand anderes diskutiert, wie diverse Sachen passieren, sei es noch ein bisschen mit Drogen und Essen, was nicht so ganz passt. Leute streiten sich, Leute weinen auch, umarmen sich und kriegen jetzt schon wieder Gänsehaut, weil eine Szene mich wirklich ans Herz gegangen ist. Ja, also gerade bei One-Shots ist es halt so irgendwie, man ist halt so drin in diesem Film und wird halt nicht mehr rausgelassen. Was ich immer gut fand, das Problem ist, am Schluss übertreibt er so an zwei Stellschrauben so ein bisschen. Also das Ende hat er nicht mehr so ganz hinbekommen, aber trotzdem, wie gesagt, ich würde mir wünschen, dass Maro sich den mal anguckt nächstes Jahr, wenn er dann auch hier ins Kino kommt, weil er könnte das Problem haben, ich weiß es natürlich nicht, dass da irgendwas nicht gestimmt hat, wie sie Essen gemacht haben oder sowas, da kann er mehr drauf achten als ich, mir war das egal, aber wie der Film funktioniert, ich war drin und deswegen freut euch da schon mal drauf. Er wird sich auf jeden Fall aufregen, dass die Weingläser nicht am Stiel halten, sondern am weiter oben. Ja, aber das sind ja die Gäste, also die können sich natürlich schlecht verhalten. Ja, aber es ist ja es ist ja die Restaurantkritikerin, oder nicht? Also wenn eine Restaurantkritikerin ja, die, so ich weiß nicht, wie die den Wein gehalten hat. Der Film verschissen. Guck ihn dir einfach an. Also mich hat schon gewundert, dass die haben halt ja so eine halb offene Küche. Also auf den halben Küchenbereich kann man eben reinsehen, so mehr oder weniger. So vom Restaurant aus kannte ich jetzt auch so nicht, aber ist ja vielleicht normal. Ich weiß es nicht. Gibt es auf jeden Fall. Auf jeden Fall klingt es aber sehr interessant. Es klingt wie ein wunderbares Potpourri an Fettnäpfchen, die der Film bestreiten kann. Im Sinne von fachlichen Fehlern, die nur Leuten auffallen, die halt irgendwie damit zu tun haben. Aber an für sich, wenn die Charaktere gut stimmen, dann kann das ordentlich was sein, ja. Kommt nächstes Jahr ins Kino, oder was? Sollte zumindest nächstes Jahr dann ins Kino kommen, ja. Der lief auf einem Filmfestival, nämlich Zürich. Also ich habe mir auch angeschaut. Du hast ihn angeschaut? Ich habe mir angeschaut, ja. Ich habe mir angeschaut. Gut.
Und das war so ein Film, und es war so ein Film, wo ich nach 5 bis 10 Minuten wusste, okay, der wird richtig gut. Der wird richtig gut, weil dann hast du schon dieses One-Shot-Ding irgendwie gecheckt, okay, das wird hier anscheinend eine Plansequenz einzig lange. Und das ist ein interessantes Setting, einfach dieses Restaurant am Weihnachtsabend, glaube ich, direkt. Und es ist überbucht und es ist irgendwie alles schwierig, die neue Managerin macht irgendwie Mist. Ah ja, er hat mich von Anfang bis Ende gefesselt. Problem war, ich hab mal auf Englisch gesehen, ich hatte keine Untertitel. Und wie ist der Hauptdarsteller, Stephen Graham? Ja, er hat sehr schottisch, er spricht ein, oder so. Ich würde ja sagen, er ist Ire, glaube ich. Ja, Ire, ja, kann auch sein. Ich bin mir nicht sicher. Aber gerade auch, wenn er dann am Ende hätte er einen sehr langen Monolog beziehungsweise Telefonat, habe ich null verstanden. Da habe ich dann wirklich gar nichts mehr verstanden. Deswegen muss ich mir nochmal auf Englisch oder zumindest mit englischen oder deutschen Untertiteln angucken. Aber das werde ich auf jeden Fall machen. Toller Film. Auch was, ist nicht so, Konfliktpunkte mit einzelnen Gästen betrifft. Da gibt's ja dann den einen, der so ein bisschen, ich sage mal, Probleme mit einer Kellnerin hat. Und aber auch sie hat ihren Bogen, wo sie das dann bewältigt. Also schön. Ja, vor allen Dingen, ich fand, er ist ein wunderbarer Chef. Also eigentlich dachte man, ja, das ist vielleicht so das Arschloch. Aber nein, er hat seine Probleme, er versucht trotzdem alle fair zu behandeln oder entschuldigt sich auch mal, wenn er mal ausgerastet ist. Und ich saß am Anfang eben auch dran. Ich wusste nicht, dass er One-Shot ist. Aber das läuft einfach, er läuft halt einfach am Telefon. Ich so, boah, wenn der One-Shot wäre, das wäre halt richtig geil. Und dann kommt es dann noch und dann freut man sich umso mehr. Also, ja. Schöner Film, lohnt sich auf jeden Fall. Nächster Sonderpreis, sind wir schon bei Performerin of the Year. Welche Schauspielerin und welcher Schauspieler konnte uns jeweils am meisten überzeugen, in der Breite oder in der Tiefe? Da fange ich an. Da ist es für mich auf männlicher Seite Mads Mikkelsen dieses Jahr. Eigentlich könnte man ihn wahrscheinlich jedes Jahr nehmen. Aber für mich hat er in den beiden dänischen Filmen Der rauschende Helm der Wahrscheinlichkeit gezeigt, dass er beide Rollen, einerseits den sehr vergrämten Kriegsveteran oder Soldaten spielen kann, andererseits einen intellektuellen Lehrer in einer Midlife-Crisis. Für mich sind das zwei total fantastische Seiten. Und auf weiblicher Seite ist es für mich Zendaya, die mich gleich in 3 Filmen überzeugt hat. Malcolm and Marie als sehr gehobene Frau, sehr wortgewaltige Frau teilweise auch. In Dune als sehr verschwiegene, aber verdammt charismatisches, quasi Objekt der magischen Begierde, wenn man so will. Und in Spider-Man, wo sie einer der großen Lichtpunkte war, als total authentische, sympathische Schülerin, in Anführungsstrichen, an der Schwelle zum College. Ja, männlich Mahershala Ali in dem Film namens Swansong, den ich nachher noch ansprechen werde. Und auf weiblicher Seite, auch wenn ich ungern beides trenne. Wir sind doch alle gleich. Ist Rebecca Hall in dem Horrorfilm The Night House. Da hat sie mich durchaus überzeugt mit ihrer Darstellung. Also war sie gar nicht so als gute Schauspielerin bekannt. Also ich habe sie immer ganz gern gesehen, aber hier hat sie dann den Film noch mal etwas bereichert auf jeden Fall. Ich habe auf männlicher Seite Anthony Hopkins, der auch den Oscar gewonnen hat, dieses Jahr vollkommen zu Recht, meine Herren, was der da abliefert, aber dazu kommen wir noch. Und auf weiblicher Seite, ein bisschen schwer getan, ich hätte auch Agathe Roussel nehmen können, wie bei Newcomerin, weil sie das großartig macht. Ich hätte auch Zendaya, habe ich mir auch überlegt, für Malcolm Marie, die das auch fantastisch macht, und da freue ich mich auf die nächsten Jahre mit ihrem Film. Aber wirklich umgehauen hat mich Thomas McKenzie in Last Night in Soho. Selten war ich in einem Film so schnell drin in der Prämisse und in einem Charakter, wie durch ihr Schauspiel. Ich war wirklich schockverliebt in das Schauspiel, sorry. Ich habe 3 Filme mit Thomasine McKenzie gesehen dieses Jahr und es waren genauso viele Filme wie Gesichtsausdrücke von ihr. Also ganz ehrlich, sie ist mit das Schlechteste an Last Night in Soho, weil sie hat wirklich nur 3 Gesichtsausdrücke, immerhin 3 in diesem Film, in dem anderen waren es einer, The Power of the Dog war es nämlich nur einer und in Old waren es 2, aber in Old hat es auch gepasst, weil sie da eben ein Kind gespielt hat, das viel zu schnell erwachsen wird, aber also wie gesagt, sie guckt am Anfang, sie kann ihre Mundwinkel so ganz leicht nach oben setzen, so ein bisschen lächeln, dann nichts machen, also einfach ganz normal gucken, das tut sie im meisten Film, und so ein bisschen erschrocken kann sie gucken, aber mehr kann sie, also ich, nee. Ja, aber Benny, du siehst einfach nicht die ganzen Facetten dazwischen.
Da habe ich wohl sehr viel geblinzelt, als ich das gesehen. Da fehlt einfach der Blick, weil dir durch Streaming, weil durch das ganze Streaming, da hast du nur Pixelbrei und deswegen siehst du nicht alles, was dazwischen passiert. Oh Gott, ey. Fandst du ihre Darstellung etwa auch gut? Also der Film hat gute Darstellungen, aber sie ist nicht von ihr, sondern nämlich im Counterpart hier. Ich würde sie nicht als schlecht empfinden in Last Night in Soho. Sie ist definitiv nicht der beste Part, aber auch nicht der schlechteste. Hey, also ich finde, sie ist für mich überhaupt keine gute Schauspielerin. Was hat sie denn in The Power of the Dog gespielt? Da hat sie eben eine Nebenrolle, wo sie, glaube ich, zwei oder dreimal ins Bild laufen konnte. Und da hat es eben gepasst, da hat sie halt wirklich nur einen einzigen Gesichtsausdruck, aber da war sie halt nur eine Nebenrolle, deswegen fällt es halt nicht so auf. Also sie steigert sich, von jedem Film kratzt sie einen Gesichtsausdruck mehr. Das ist doch schon mal. Also Schauspielerei ist ja nicht nur Gesichtsausdruck. Muss man jetzt auch mal dazu sagen, sondern es ist ja auch Haltung und wie man so einen Charakter rüberbringt. Und diesen verträumten Charakter, der sich so in ihren eigenen Psyche flüchtet, den hat sie so super toll gespielt in Last Night in Soho. Das ist wirklich eine absolut grandiose Darstellung gewesen, wie ich fand. Wenn man mal davon absieht, dass sie ab und zu auch noch reagieren musste auf andere Schauspieler und Kollegen und auch mal hätte freudig sein müssen laut Drehbuch oder erschrocken, und das kriegt sie halt leider überhaupt nicht. Erschrocken kriegt sie ja wohl mehr als gut hin. Also sorry, weiter wie sie kann man kaum den Mund aufstehen lassen, wenn man erschrocken wird. Ja, sie spielt Panik fantastisch, sie freut sich, wenn gute Sachen passieren, sie spielt großartig im Zusammenspiel mit Anya Taylor-Joy in den Spiegeln. Ja, weil Anya Taylor-Joy gut spielt. Anya Taylor-Joy spielt für beide, aber vielleicht liegt es auch dran, dass Thomasin McKenzie hat mit der anderen Nebenfigur. Du magst doch einfach nur Anya Taylor-Joy mehr. Die andere Nebenfigur spielt halt noch schlechter. Alter Sexist. Ja, und, das ist einfach der Grund, ja. Nee. Guck dir mal Old an, da hast du die ganze schauspielerische Bandbreite von ihr, hast du da auf einen Blick. Gut, der Film soll ja aber an sich nichts sein, deswegen. Ja, da haben sie was gemeinsam. Egal, da kommen wir nachher nochmal drauf zu sprechen. Genau. Zunächst mal kommen wir zu Platz 6. Benny würde anfangen, aber da sehe ich, da steht The Father, über den wir später auch nochmal reden werden. Ja. Das heißt, Benny hat jetzt erstmal kurz Pause und Marius macht weiter mit seinem Platz 6. Ja, Moment. Das habe ich überhaupt nicht bedacht. Aber kein Problem, man ist ja spontan. Denn auf Platz 6 kommt ein Film, über den wir schon gesprochen haben. Zumindest Christian und ich, zusammen mit Luis in einem Nachsitzen. Dune. Was hast du gesehen? Es wird einen Kreuzzug geben. Träumst du oft von Dingen, die genauso passieren, wie du es geträumt hast? Ja. Der große Film des Jahres, Teil 1, muss man ja dazu sagen, jetzt mittlerweile, glaube ich, offiziell. Ja, das große Weltraum-Epos Beginn, ein Film, der ähnlich wie Tenet letztes Jahr der erste richtig große, bedeutende Kinofilm ist, mit richtig viel Wumms dahinter und für mich die große, große Hoffnung des Kinojahres gewesen. Jetzt ist er nur auf Platz 6, könnte man als Enttäuschung sehen. Christian, glaube ich, würde es auch gleich sagen, dass es Enttäuschung auf hohem Niveau war für viele. Für mich nicht. Ja, das letzte Drittel ist auch nicht mehr so mein Taste, aber alles, was davor passiert, finde ich großartig. Ich finde, das Buch haben sie, ohne es gelesen zu haben, fantastisch umgesetzt, in dem Sinne von, dass sie viele Informationen unterbringen müssen und das in der ersten Hälfte sehr, sehr gut schaffen. Und mit der Schlacht um Arrakis haben sie eine der besten Szenen des Jahres geschaffen. Ich war zweimal im Kino für diesen Film. Ich kann nichts dazu sagen, außer dass ich diesen Film sehr, sehr, sehr gut finde und hoffe, dass dann Teil 2 dann auch dieser perfekte Sehnsuchtstraum wird, auf den ich hoffe. Ja, bei mir hat er es ja leider nicht mal in die Top 20 geschafft. Ich war auch zweimal im Kino. Ich kann nur das wiederholen, was wir in der Dune-Folge in unserem Dune-Nachsitzen hatten. Wenn ihr gerne mehr wollt, dann hört euch das nochmal an. Für mich ist es weiterhin eine Enttäuschung auf hohem Niveau, was ich aber sehr persönlich damit begründe, dass ich eben die Buchvorlage kenne und dass dieser Film einem voran ein großes, großes Stück Exposition ist, was diese Welt dem breiten Publikum begreifbar, erklärbar machen muss und will und das auch sehr gut schafft. Aber bei jemandem, der eben das Ursprungsmaterial kennt und kein Fan davon ist, also kein Riesenenthusiast davon ist, es hat bei mir nicht gewirkt, zumal auch, wie gesagt, die Optik, auch das hatte ich schon in der Dune-Folge gesagt,
Sie ist halt, optisch dröge. Es ist halt monochrom, es ist halt die ganze Zeit immer nur die gleichen Grau- und Brauntöne und das ist natürlich dem Setting geschuldet, aber es ist halt so, für mich sind da zu wenig Kontraste, zu wenig visuelle Spielereien. Da hätte es mehr gebraucht. Und am Ende, 5 Minuten oder 10 Minuten später das Ende angesetzt, wenn dann nochmal was passiert ist, dann hätte es auch nochmal wesentlich mehr zum Gesamteindruck positiv beigetragen. Ja, sehe ich ähnlich. 40 Minuten früher das Ende gesetzt, wäre ich auch zufrieden gewesen. Aber Marius, bei deiner Hoffnung auf den zweiten Teil schließe ich mich an. Ja, ich glaube, das hofft jeder, dass so ein großer Sci-Fi-Film irgendwie Erfolg hat. Man wünscht es für Denis Villeneuve. Ich zumindest wünsche es mir auch für Timothée Chalamet und Zendaya. Ja, wir hoffen alle darauf, dass Teil 2 wirklich alle glücklich macht. Aber ich glaube, an sich kam ja auch Teil 1 jetzt sehr gut an. So in der breiten Masse gefühlt. Es ist wieder großes Sci-Fi-Kino. Star Wars, ihr könnt mich mal. Ach, Star Wars. Naja, also Teil 2 wird der interessantere Film, wenn man weiß, was kommt. Trotzdem finde ich das Vorgehen, dass man erst, ich habe es ja auch schon gesagt, dass man erst den ersten Film macht und dann abwartet, ob er erfolgreich genug ist, finde ich. Gerade wenn es ein Film ist, wo eh schon Millionen, hunderte Millionen reingebuttert werden, finde ich nach wie vor nichts, was ich man unterstützen sollte. Nee. Ja. Ja, da muss man auch mal den großen Kapitalisten eben. Naja. Ich habe gehört, die Filmanalyse sucht einen Praktikanten. Ich schreibe doch schon längst die Texte für ihn. Okay, mein Platz 6 ist ein Film von Kelly Reichardt, den es Mitte des Jahres auf Mubi zu sehen gab. Ende des Jahres hatte er nochmal einen kleinen Kinostart. First Cow heißt das Ding. You have a cow. First cow in the territory. This ain't a place for cows. No, it's no place for white men either. I sense opportunity here. Worum geht's? Es spielt im Oregon des 19. Jahrhunderts, wird gerade besiedelt, so ein bisschen Trapper-Setting. Die Zivilisation, die westliche Zivilisation, ist noch nicht weit vorgedrungen. Es gibt eine erste Siedlung, in der sich das Ganze abspielt. Und es geht um einen Mann namens Otis Cookie Figowitz. Der ist Koch und der trifft auf einen Mann namens King Lu. Ich glaube, er ist ein chinesischer Einwanderer, also ein ostasiatischer Einwanderer jedenfalls. Und die beiden schließen sich zusammen und schmieden einen Plan, der sich durch eine Gelegenheit ergibt. Nämlich wird in diese abgelegene Zivilisation eine Kuh gebracht. Und das ist die erste Kuh, die dort auftaucht. Und sie schleichen sich nachts heraus wiederholt, um diese Kuh zu melken und um aus der Milch anschließend Gebäck herzustellen, das sie auf dem Markt verkaufen und erfreuen sich damit sehr großer Beliebtheit, auch bei dem ansässigen Verwalter, dem diese Kuh gehört und der sich wundert, warum die so wenig Milch gibt. Weil eigentlich will er die gerne für seinen englischen Tee haben. Und er stellt sie dann ein und sie sollen für ihn doch das und das backen und so ein bisschen den Schein wahren für den hohen Besuch, der sich ankündigt. Und naja, wie man das erwartet, bricht das am Ende auseinander. Ein sehr ruhiger Film, ein Film, der Genuss in den Vordergrund stellt. Das war für mich das Zentrale, was so ist. Ja, diese Freuden an den kleinen Sachen, an, wisst ihr, so ein bisschen Milch und ein bisschen Zucker, das ist dort schon in dieser Situation der Himmel auf Erden. Geht um das Wertschätzen dieser kleinen Dinge angesichts dessen, dass man sonst wenig bis gar nichts hat. Also ein Film über Genuss und über Genießer und auch für Genießer, das Streben nach Lebensqualität. Einfach ein sehr schön, angenehmer, entschleunigender Film, der mir sehr viel Freude bereitet hat. Ja, ich habe mir ja angeschaut. Mhm. Jetzt bin ich gespannt. Ich fand's lustig, wie du so zusammengefasst hast. Und ich dachte mir, ja, stimmt. Also die ersten 50 Minuten des Films ist so ungefähr das Langweiligste, was ich im ganzen Jahr gesehen habe. Weil das ist ungefähr der erste Halbsatz gewesen von deiner Beschreibung, was in den ersten 50 Minuten passiert. Bis auf eine Foreshadowing-Szene. Aber was danach, nach den 50 Minuten passiert, mit dieser Kuh, der Milch, mit diesen beiden Freunden, wo man nicht weiß, ob sich sogar noch mehr entwickelt, wie das Ganze zu Ende geht und mit dem Anfang dann zusammenpasst, da dachte ich mir nur, wow. Also ich bin froh, dass ich erst 50 durchgehalten habe und ich wollte eigentlich fast schon abbrechen, aber da du ja deine Top 10 hast, gucke ich mir natürlich bis zum Ende an. Und ich habe, glaube ich, noch nie so eine spannende Szene gesehen, wo eine Kuh einfach nur einem Typen an der Hand geleckt hat. Also Chapeau, sag ich mal. Also ich weiß nicht, ob die ersten 50 Minuten hätte auch anders drehen können.
damit es so ein bisschen ja, spannender wird oder auch da schon irgendwie mal ein bisschen in den Film reinkommt. Ja, leider nicht, aber die letzten 70 Minuten sind auf jeden Fall super. Ja. Aber vielleicht waren ja deine Erwartungen dadurch so niedrig, dass der Film dadurch noch mehr Überraschung gewinnt. Das One Cut of the Dead Phänomen nenne ich es einfach mal. Ich weiß nicht, ob der Film das jetzt so machen wollte. Also die letzten 70 Minuten sind jetzt auch nicht, sind ja nach wie vor auch noch sehr entschleunigt. Aber da passiert halt zumindest ein bisschen was davor, auch so eine kleine Nebengeschichte mit so einem Baby. Also es passieren schon so kleine Dinge, aber die haben mich jetzt noch nicht irgendwie mitgerissen. Und ja, ist halt schade, dass die erste Hälfte dann für mich doch so extrem langweilig war, dass ich mit der zweiten, dass es dann immer noch auf ein gutes Niveau zwar hebt, aber insgesamt, ja, würde ich dem Film jetzt, habe ich dann schon meine Probleme mit dem Film. Fun Fact übrigens, nach diesem Film kam mir die Idee zur Tiere-in-Film-Folge und ich habe es dann versäumt, den unter meine drei Filme zu nehmen. Aber dafür hast du ihn ja jetzt genannt. Zumindest das jetzt, genau. Und mal wieder ein Western-Film, wo so ein bisschen Homosexualität angedeutet wird. Scheint auch so langsam in zu sein. Dann kommen wir zur letzten Sonderkategorie für diesen ersten Teil unseres Jahresrückblickes, nämlich In Memoriam, die verstorbenen Filmschaffenden, die wir aus diesem Jahr besonders schmerzlich vermissen werden. Ja, ich nehme den offensichtlichsten zuerst, Christopher Plummer, Anfang des Jahres verstorben. Großer Schauspieler, großer Schauspieler, der von uns gegangen ist. Richard Donner, der Regisseur. DMX, weniger als Schauspieler, als der, glaube ich, weniger gerissen hat, aber ich habe den früher sehr intensiv gehört. Und er war ja auch vor allem in den letzten Jahren eher als Schauspieler aktiv. Ja, das war eher Anfang der 2000er mit Romeo Must Die und Born to Die. Und dann gab es auch zwei Leute, für die ich einen Nachruf schreiben durfte, von denen ich vorher kaum was wusste, nämlich Norman Lloyd. Den kennt man vor allem aus mit Robin Williams, Club der Toten Dichter als böser Schulleiter. Und Melvin Van Peebles, der das Blaxploitation-Kino mitbegründet hat. Sehr interessanter Mensch, sehr interessantes Wirken. Und am überraschendsten im negativen Sinne natürlich kam für mich der Tod von Michael K. Williams, aka Omar aus The Wire. Eine wahnsinnig ikonische Rolle, die er da in der Serie verkörpert hat. Und er war gar nicht so alt, hab jetzt nicht nachgeschlagen, wie alt, aber dass er von uns gegangen ist, viel zu früh, möchte ich meinen. Ich habe mir auch mal vier Namen aufgeschrieben. Einen hast du schon genannt, Christopher Plummer. Sehr, sehr schade. Vor allen Dingen, da ich so wenig Filme von ihm bis jetzt gesehen habe. Ich habe mal durch so seine Filmografie geschaut. Da muss ich noch ein bisschen was nachholen. Von einem Menschen, von dem ich sehr viele Filme gesehen habe, mehr so in Sprechrollen, ist auch von uns gegangen. Eine der ikonischsten Sprechrollen, würde ich sagen, der deutschen Synchro-Geschichte. Thomas Fritsch ist gestorben. Ich habe mir vor ein paar Wochen noch mal König der Löwen angesehen. Es ist einfach so die fantastische Stimme von Scar, die man sich nur wünschen konnte. Dieses ui, toll, ist so in meinen Wortschatz einfach drin, ohne dass ich sie mal so gut aussprechen kann. Aber auch bekannt als Lord Cockwood aus Der Wichser und Neues vom Wichser. Nee, ich glaube nur Der Wichser. Dann habe ich noch Jean-Paul Belmondo gestorben, großer französischer Schauspielstar. Kleine Anekdote am Rande. Durch ihn weiß ich, dass Brigitte Bardot noch lebt. Die hat nämlich einen Zettel quasi geschrieben oder einen Nachlass oder ein, wie nennt man das, keine Ahnung, eine Notiz geschrieben, dass sie sehr um ihren Freund trauert und ich mir gedacht habe, Brigitte Bardot lebt noch. So. Ja, Jean-Paul Belmondo, ich glaube in Französisch hat er so, in Französisch natürlich sowieso, aber in Frankreich hat er einen Staatsakt bekommen, ganz pompös, wie es Corona zumindest erlaubt. Und dann noch bekannt aus Sieben Zwerge allein im Wald, Männer allein im Wald. Und vielen anderen komödiantischen Meisterleistungen. Und das respektiere ich zum einen. Er kam gerade zurück für LOL. Für LOL bei Amazon Prime. Ist, glaube ich, da jetzt auch noch in der dritten Staffel zu sehen. Mirko Donchev. Viel zu früh von uns gegangen. Ja, mehr durch Comedy berühmt, aber halt auch in vielen Filmen mitgespielt. Hast du noch was zu ergänzen, Benny? Ja, Betty White ist ja kürzlich erst von uns gegangen, auch wenn sie natürlich eher für ihre Rolle in The Golden Girls berühmt wurde, hat sie ja auch in Selbst ist die Braut beispielsweise mitgespielt oder in Lake Blessed, also durchaus auch ein Film. Und natürlich Willi Herren nicht zu vergessen, und das ist jetzt nicht despektierlich gemeint, auch er war eher in Lindenstraße unterwegs, aber auch in Der bewegte Mann hat er beispielsweise einen Filmauftritt gehabt.
Damit wäre das dann vom Zettel der traurige Teil dieser Gala, die wir hier veranstalten. Und damit beenden wir dann auch den ersten Part unseres Jahresrückblicks. Wir haben die Plätze 10 bis 6 geschafft und folglich folgen dann im zweiten Teil, Marius, die Plätze 87 bis 211. Exakt. Ja, Mann. Damit vielen Dank an Benny, an Marius. Wir bleiben hier vom Mikrofon. Wir haben jetzt noch den zweiten Teil vor uns, um den aufzunehmen. Und ihr hört uns dann in 2 Wochen wieder. Zwischendurch erwartet euch ein kleiner Jahresrückblick auf unseren sonstigen Medienkonsum des Jahres 2021. Ich bin mal gespannt, was dabei rauskommt. Wird eine sehr lose Folge. Gebt uns gerne Feedback. Schreibt uns doch eure Top 10, falls ihr das nicht schon auf eurem Blog oder auf Twitter getan habt oder sonst wo. Da sind wir im Übrigen auch zu erreichen. Und ansonsten hören wir uns nächste bzw. übernächste Woche wieder. Bussi. Ciao, ciao. Ja, hi Leute, ich bin's nochmal. Ja, blöde Sache, leider mussten wir unserem Outro betriebsbedingt kündigen, aber hey, so schwer kann das nicht sein. Ich unterhalte euch jetzt einfach mal, zum Beispiel mit lützischen Verbraucherhinweisen. Wusstet ihr zum Beispiel, dass ihr uns bei Spotify mittlerweile bewerten könnt? Oder nach wie vor natürlich bei iTunes oder bei podcast.de, oder schaut auch mal auf unserer Internetseite vorbei, die ist nämlich auch super interessant, kinotagesstätte.com, da könnt ihr alle unsere Folgen natürlich nachhören, uns einen Kommentar da lassen, uns Feedback geben oder ihr folgt uns einfach auf Twitter. Auch da kann man natürlich mit uns quatschen über Filme oder was euch sonst so bewegt. Aber auch auf unserer Internetseite gibt es ganz viele.